So, da bin ich auch schon wieder. Willkommen zurück. Schön, dass ihr noch da seid. Und ja, wir machen weiter mit dem nächsten Teil des Metroid 2D Marathons. Und zwar Super Metroid, dem dritten Teil der Reihe. Und so gesehen natürlich auch dem, ja, offiziell dritten Teil. Jetzt sind wir ja in den Punkten angekommen, wo es keine Remakes mehr gibt. Das heißt, wir gehen jetzt einen ganzen Schritt in die Vergangenheit und ja, genießen ein bisschen Super Metroid. Wird ja oftmals als eines der besten Spiele aller Zeiten bezeichnet, hat meiner Meinung nach diesen Titel definitiv auch absolut verdient und ja, ist einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Ob es jetzt im Randomizer, als Speedrun, als Challenge Run ist oder einfach so als Casual Play, ist es definitiv immer ein Genuss. Und deswegen freue ich mich sehr drauf, das Ganze dann auch zu spielen. Und ja, auch so ein bisschen die Story so ein bisschen drauf einzugehen. Das passt. Warum wächst du mich die Story? Die Musik war so beruhigend. Es tut mir leid, aber es musste weitergehen, Kenneth. Das Coole ist, dass Metroid Fusion ja HD-Rückblicke gibt. Gehört zu den Nachrichten, die du gerade vorgelesen hattest, wo ich im Trailer geredet habe. Also es gibt HD-Rückblicke in Metroid Dread oder wie? Weil Fusion an sich gibt ja keine HD-Rückblicke. Okay, keine Ahnung. Möglich? Das klingt gut, schätze ich mal. Freut mich. Hört sich doch gut an. Schauen wir mal. So, jetzt, wie gesagt, gehen wir rüber zu Super Metroid. Und ja, schauen ins nächste Kapitel. Gerade eben haben wir ja noch die Metroids auf SR388 erledigt. Und ja, jetzt gehen wir in ein neues Abenteuer rüber. Außerdem ist der Teil jetzt natürlich sehr viel näher an Metroid 2 als Metroid 1, als Metroid 2 in Metroid 1. Zwischen Metroid 1 und 2 kommt ja die komplette Prime-Reihe, während jetzt eigentlich alles ziemlich Schlag auf Schlag geht beim restlichen Teil. Deswegen ja, können wir da eigentlich auch relativ stark dann reinsteigen. So, und guten Abend, Velkana. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Und vielen, vielen lieben Dank für den Follow. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Bekommst nochmal deinen Follow-Cork-Sound. Wie gesagt, schön, dass du dabei bist. Guten Abend dir. Willkommen, willkommen. Und so, ich muss jetzt bloß die richtige Szene finden. Schauen wir mal, das sollte das hier sein. Das sieht ganz gut aus. Wir können hier nochmal kleinen Tick. Besser. Und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Und nochmal dein Follow-Cock-Sound. Ja! Guten Abend, Sozi. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. das sieht nicht richtig aus. Das sieht durchaus nicht richtig aus. Warum ist das nicht richtig, frage ich mich. Das ist eine sehr gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Das auf jeden Fall mal mittig zu stellen, ist kein Fehler. Ich werde nun Rupees erwarten, ja. Das wird sehr verwirrend, tatsächlich keine Rubine überall zu finden. Ich kann das noch mal ein bisschen schmäler ziehen, einen Moment. Ich glaube, oh, das kann gerade eben auf Dings ausgelegt sein. Auf die Multi-World-Größe. Ist vielleicht jetzt ein Fehler, dass ich das so mache. Gucken wir mal. Mal sehen. Wait, wait! Ich hatte zwar im 45. Jubiläum keinen Krog bekommen. Richtig! Es tut mir so leid, Xamarok. Wie konnte ich das vergessen? Meine Güte. Einen Moment, lass mich das hier noch kurz... Das noch kurz richtig hinrichten. Dann gebe ich dir sofort deinen Krog. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das kann so nicht laufen. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Nee, unten darf kein schwarzer Strich sein. Machen wir das so. Sollte passen. Ach, jetzt da unten schwarz. Jetzt sieht man es nicht. Sieht aber gut aus, meine ich. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das passt. Perfekt. Prima. Dann hätten wir es. Muss ich, wie gesagt, bloß nochmal ein kleines bisschen einrichten. Dann sollte es aber funktionieren. Und wir starten in Super Metroid. Sehr schön. So,
Ich sehe, ich habe die Pause richtig abgepasst. Irgendwelche Specials beim SM-Run. Ja, grundlegend werden wir den Run alle Bosse besiegen. Das ist die einzige Spezialität. Außer eine Seele. Die werden wir bis zu ihren letzten Tagen überleben lassen. Bis zum letzten Moment des Planeten. Aber ansonsten werden wir alles töten. So, und Xamrock nochmal für dein 45-monatiges Jubiläum bekommst du nochmal einen Korksound. Nochmal deinen resubscription Korksound. Tut mir sehr, sehr leid, hatte ich komplett vergessen. Aber ich wollte dich dann natürlich nicht übergehen. So viel ist klar. Auf jeden Fall. Deswegen vielen lieben Dank nochmal dafür. Wollte uns sagen, Marcel, das ist bestimmt nicht für alle Bosse, ja. Reverse Boss Order, oder? Ja, easy. Easy. So, wunderschön. Wie gesagt, wir starten rein. An sich, any percent, alle Bosse, außer eine. Außer ein. Und ja, dann sehen wir mal, wie es so laufen wird. Let's go! Auf geht's. Das letzte Match für heute ist in Gefangenschaft. Ist sie das? Ist schon wieder sehr leise. Warum ist heute alles irgendwie so leise? Ich verstehe es nicht ganz. Ist der auch runtergedreht? Der ist sehr runtergedreht. So, es muss eh ein bisschen durchlaufen. Perfekt. Bin gespannt, wie du Batwoon leben lässt. Ich gehe über Legend of Zelda. Auf Cebes bekämpfte ich die Metroids und ihren Anführer, Mother Brain. In ihrer ersten Schlacht bekämpfte sie das alte Wabbelgehirn. Ich meine, ich habe mich hoffentlich ein bisschen besser angestellt als Samus hier. Wie sie aber da steht und den einen Hit kassiert, ne? Aber ja, das war unser erstes Abenteuer. Wir haben noch ein bisschen mehr bis dahin gemacht, oder im Moment. Aber das war so der Anfang. Als nächstes musste ich die Metroids auf ihrem Heimatplaneten SR388 ausrotten. Wir haben sie alle vernichtet, bis auf ein kleines Baby. Was auch so süß ist. Sehr süße Szene auch hier, muss man sagen. So. Wen denn? Crocomire? So sieht's aus. Crocomire darf diesen Run überleben. Das ist die einzige große Herausforderung. So. Ein letztes Exemplar der Metroids brachte ich zur Forschungsstation Ceres. Ja. Und da muss ich tatsächlich sagen, kommt für mich dieses ganze Ding aus Other M nicht ganz so rüber, von wegen, oh, the baby. Weil das Erste, was sie mit dem Baby gemacht hat, ist, er ist erstmal weggegeben. Das ist die Sache. Deswegen, sie hatte definitiv eine Verbindung zu dem Baby, auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht diese tiefe, mütterliche Verbindung, die sie irgendwo drin hatte. Und wenn man so drauf zurückblickt, ist es tatsächlich Other M, das der treibendste Punkt für das Ganze war. Weil auch in Fusion war sie nicht so extrem betrübt über den Tod des Baby-Metroids. Sie hat drüber nachgedacht, auf jeden Fall. Sie wurde, sie wurde gedankenversunkener, auf jeden Fall. Aber definitiv hat sie nicht so dem Baby nachgetrauert. Und das, gerade das hier ist eine der stärksten Beweise dafür, dass sie so gesehen das Baby direkt weggibt. Dort entdeckte man die Metroids als alternative Energiequelle. Die Armen. Vor allem, es ist halt das Letzte. Ich verstehe eh nicht, warum man das als Energiequelle nutzt, wenn es eh das letzte Baby ist. Unglaublich. Denk, wie sieht's eigentlich dein Zeitplan für den Marathon aus? Weil ich glaube, es wird recht knapp. Fusion wirst du nicht in 3 Stunden schaffen. Glaube, und dann müsstest du nächste Woche Fusion zu Ende spielen. Method 1 und 2 und AM2R durchspielen innerhalb von 4 Tagen. Ach. Ja, deswegen habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich AM2R wahrscheinlich weglassen werde. Wir werden sehen, wie wir durch Fusion durchkommen. Mal gucken.
Könnte sein, dass ADM mehr Drama mit einbringen wollte. Irgendwie haben sie es völlig falsch gemacht. Und das volle Gegenteil. Definitiv, ja. Absolut. Aber es kam halt überhaupt nicht rüber. Hetzt du nicht so beim Lesen? Ich muss so hetzen beim Lesen, wenn es keine Satzzeichen gibt. Das ist einfach. Und das und das und das und das und das und das. Das ist. Ich muss es ja so vorlesen, wie es geschrieben wurde. Und das war einfach. Ein Redeschwall ohne Grenzen. Oh Gott. Schön. Nachdem ich Ceres verlassen hatte, erreichte mich ein Hilferuf. Forschungsstation Ceres wurde angegriffen. Oh oh. Hat ja toll funktioniert, was du getan hast, Samus, ha? Huh? Hat ja toll funktioniert. Ach Gott. Forschungsstation. Nur Forschungsstation. Generell natürlich Forschungsstation Ceres, aber es passt. War mir auch einfacher als bei Benny, weil ich viel mehr gelockt war, nichts groß Fancyes machen konnte. Achso, ich glaube, da ging es um Dings, ne? Ja, wahrscheinlich. Den Prime 2 Randomizer. Okay, sehr schön. Gut, dass ich Sätzen zumindest versuche zu benutzen. Also Satzzeichen. Ja, das ist ganz nett. Das letzte Mensch, was machen wir? Wir sagen, wir saugen sein Blut aus. Was? Hä? Merkwürdig. So. Dann schauen wir mal, was hier tatsächlich passiert ist. Auf Ceres. Irgendwas ist hier nicht ganz sinnvoll. Matti, ich habe die Nachricht gerade eben gelesen. Kein Grund, sie gleich nochmal zu schicken. War jetzt nicht so der Mega-Kommentar. Baby! Na, was machst du denn hier? Bist du ausgebüxt? Du sollst nicht immer wegrennen, habe ich dir gesagt. Sei ein braves Baby. Oh no! Da, und hier ist Ridley auch mehr lila. Also von dem her, vielleicht haben sie sich einfach mehr an dem Super Metroid Ridley orientiert. Keine Ahnung. Metroid, get back in the back. Leider haben wir auch alles ausgezogen nach unserem letzten Kampf gegen Ridley. Was natürlich ein kleines Problem darstellt. Oh Gott. Sieht aus wie immer da. Ja, das ist, da liegen ein paar Leute rum und so. Die machen gerade den Mittag. Das ist easy. Oh no, Ridley! Gib mir mein Baby zurück! Oh wow, er kann dich sogar wegschieben. Das wusste ich nicht. Das ist interessant. Sofortige Evakuierung der Raumstation! Self-Destruct Sequence! Natürlich sprengt sich die Station selber. Warum auch nicht? Ja, bye Leute, das ist, sorry. Tut mir leid. Ich kann euch leider nicht helfen. Ja, da ist kein Pokémon Sonne und Mond gespielt. Also kennst du die Referenz nicht. Nee, leider nicht. Was das angeht, leider nicht. So, ganz schnell weg hier. Es ist egal, wo wir hingehen. Es sorgt immer für Chaos und Zerstörung. Hier hoch. Sehr gut. Wenigstens haben wir es überlebt. Fiese Ridley. Was mit Ridleys Hals passiert? Was ist mit dem passiert? Er ist da? Und damit geht's zurück auf den Planeten Cebes. Ich weiß gar nicht, wie sie auf den Planeten Cebes kommt. Das ist auch so ein Punkt, der ein bisschen weit gegriffen ist. Hat sie ihn dorthin fliegen sehen? Oder ist Cebes in der Nähe? Hat sie vielleicht irgendwelche Daten davon bekommen? Also von dem her, das ist eigentlich nie ganz klar, warum es jetzt eigentlich Cebes tatsächlich wieder ist. Sowas wäre tatsächlich eine Möglichkeit, das besser in einem Remake darzustellen. Warum geht sie jetzt nach Cebes? Zum Beispiel, es basiert ja grundlegend, oder Prime 1, das Intro basiert ja doch doch sehr darauf, wie das hier läuft. Und da sieht man ja, dass Ridley dann auf Talon 4 landet.
Hier war es ja eher doch nicht so, weil Ridley ja doch sehr viel früher raus ist, muss man sagen. Metroid hat bestimmt ein Ortungsschiff. Das kann gut sein, ja. Man will sein Baby ja nicht verlieren, ne? Schön. Für mich wirkt es immer so, als hätte Samus eine sture Seite, die Befehle, Aufträge befolgt und das Richtige tut. Und dann die emotionale Seite, die nur aktiv wird, wenn sie Zeit zum Nachdenken hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Reflex war, das Baby abzugeben. Sie jetzt nach längerer Pause etwas anders sieht. Gut möglich, ja. Aber wie gesagt, dann kommt so ein bisschen das, ja, die Kontroverse dann theoretisch in Fusion rein, wo sie es eigentlich gar nicht so sehr bereut, während sie es halt extrem bereut in Other M. Theoretisch dann auch während ihrer Mission, muss man sagen. Aber kann definitiv schon sein, dass es da zwei große Seiten hat. Ich sag mal, von Fusion aus gesehen, sie schellt definitiv schon ein bisschen um, nach dem, was passiert ist. Natürlich auch nach ihrer Nahtoderfahrung. Also sie wird nachdenklicher, sie wird emotionaler, definitiv, als sie jetzt ist. Adam hat das ein bisschen auf die Spitze getrieben, finde ich. Definitiv. Döng haben letztens einen Hack von Super Metroid gesehen, als ich nach der MP2-ROM gesucht habe. In dem SM-Hack war es so, dass man als Alucard aus Castlevania sehr interessant ausgespielt hat. Denke mal, dass es nicht unglaublich krass ist. So wie ich es im Video gesehen habe, war es normales SM. Ja, es ist kein Hack, es ist ein Randomizer. Das ist genauso, wie du als galaktische Föderationstrooper spielen kannst und so, kannst du auch als Alucard spielen. Also es war einfach nur ein Randomizer mit einem anderen Skin. Ich habe ja auch schon als Mega Man gespielt. Deswegen, das war kein Hack. Das war nur so gesehen Skin davon. Also beziehungsweise es könnte vielleicht ein Hack sein, aber das geht genauso gut in Variable Randomizer. Kannst du es genauso einstellen. Wobei, wenn es bloß ein Video war, wie gesagt, dann war es einfach bloß Variable Randomizer mit einem anderen Skin. So, gehen wir mal rein in den guten Planeten. Criteria haben wir ja ein kleines bisschen kennengelernt in Zero Mission. Im Originalteil war Criteria ja komplett neu. Gab es ja damals nicht. Damals war ja auch nach dem Fluchtschacht Schluss. Man hat die Oberfläche tatsächlich nie gesehen. Und hier sind wir tatsächlich auch im Original Fluchtschacht, was schon ziemlich cool ist, dass man hier jetzt nochmal entlang geht. Man sieht definitiv auch, Cebes ist komplett verlassen, komplett zerstört. Natürlich die Anlage hier immer noch von der letzten Explosion sehr mitgenommen und zerstört. Das sieht im Moment so aus, als wäre hier definitiv nicht unbedingt viel unterwegs. Aber wir haben ja unseren magischen Metroid-Ortungschip und deswegen wissen wir, dass hier irgendwas sein muss. Bei Fusion könnte man sagen, dass ein Teil von ihr mit dem Anzug gegangen ist, damit auch ein bisschen ihres Charakters. Ich mag grundsätzlich, dass sie in jedem Teil etwas anders auftritt. Aber klar, da ist schon etwas sehr anders. Ja, definitiv, definitiv. Aber sie behält eigentlich ihre rebellische Art meistens, ne? Ich meine, so wie sie gegen Meta Ridley in Prime vorgeht, ist sie eigentlich auch gegen den großen Grabroboter in Samus Returns jetzt vorgegangen, ne? Das ist oftmals diese eiskalte Art. Deswegen, ja, aber mag definitiv schon sein, dass je nachdem, was tatsächlich auch los ist, ne, dass sie ein bisschen anders agiert. Wie kann man Nachrichten löschen? Keine Ahnung. Ist es notwendig? Jetzt wird Ridley jetzt so verkrumpelt. Okay. So. Wir holen uns gleich erstmal den Morphing Ball. Sehr schickes Item. Das wir definitiv auch nutzen können. Denn ansonsten würden wir hier. Naja, wir kommen auf jeden Fall so wieder raus. Aber an sich können wir so dann auch wieder rausgehen. Und ja, dadurch ist tatsächlich auch ein kleines bisschen wieder zum Leben erweckt auf diesem Planeten. Das heißt, hier ist hier nicht alles tot. Aber doch nur das meiste. Es fühlt sich so falsch an, dass das Game nicht um 90 Grad gedreht ist und die Räume so sinnvoll verbunden sind. Was ist hier los? So, unsere ersten Missiles nehmen wir natürlich auch mit. Die können definitiv helfen. Damit können wir ein bisschen was anrichten. Das wird sehr notwendig. Falconsinger, vielen lieben Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Willkommen zum Stream. Guten Abend. Und wie gesagt, vielen lieben Dank für den Follow. Bekommst du mal deinen Follow-Croc-Sound. Schön, dass du dabei bist.
Also M kommt hier schon sehr weich rüber. Das hatte so gar nicht gepasst. Zudem, dass sie auch zu 100% an die Befehle gehalten hat. Finde ich, passt auch nicht so rein. Naja, ich meine, du kannst natürlich... Ich meine, sie hat eine ganz eigene Art natürlich zu Adam. Das ist ganz klar. Und versucht diesmal ja auch mehr richtig zu machen als das, was sie so in... Halt, ich bin zu früh, ne? Bin ich zu früh? Ich glaube nicht. Ah, nee, bin ich nicht. Zumindest nicht dafür. Für das andere Item. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt holen. Die Missiles können wir mitnehmen. Aber wie gesagt, mit der Verbindung zu Adam natürlich geht sie da natürlich schon ein bisschen anders ran. Das ist klar. Ist das even randomized? Warte. Sind die Items am richtigen Ort? Hast du was falsch eingestellt? Es ist alles so, wie es sein soll. Keine Sorge. Sehr schön. Gehen wir wieder nach oben. Wir haben genügend Lärm gemacht, sage ich mal. Genügend Sachen aufgescheucht. Damit hat sich hier tatsächlich wieder ein bisschen Leben gezeigt. Vor allem Leben der feindlichen Art. Wie man hier sieht, sind nämlich Cebesianer wieder da. Wie gut, dass sie bloß die schlechtesten ihrer Art mal hier runterschicken zum Kontrollieren. Wenn jetzt hier ein paar krassere Cebesianer rumgerannt wären, dann wären wir tatsächlich ganz schnell erledigt gewesen. Aber ist zum Glück ja nicht der Fall. Das wäre ziemlich schlecht gewesen. Wo kommen die jetzt eigentlich her? Naja, die waren ja die ganze Zeit schon da, nur grundlegend. Wie gesagt, also ich würde mal sagen, der alte Fluchtschacht war jetzt halt eben nicht unbedingt ein Teil der großen... der großen Kommandostation hier im Moment. Aber nachdem Samus jetzt... Also diese Dinger, gerade wenn man den Morphball einsammelt, diese kleinen Leuchtedinger, das sind an sich Kameras, die so ein bisschen beobachten. Und dadurch haben die Weltraumpiraten natürlich gesehen, dass da jemand unterwegs ist. Vor allem Samus halt eben. Und damit hat sich hier soweit auch mehr oder weniger alles wieder ein bisschen reaktiviert. Denn Mother Brain kann ja auch über jegliches Leben bestimmen oder jegliches Leben auf dem Planeten kontrollieren. Das heißt, grundlegend alle Viecher, die hier jetzt da sind, sind mehr oder weniger auch von Mother Brain hierher geschickt worden. Um uns dann aufzuhalten, beziehungsweise halt eben auch ein bisschen zu gucken, was wir tatsächlich so tun. So, hier haben wir gleich unser nächstes Item, und zwar die Bomben. Oh. Was machen die denn hier? Schön, nehmen wir natürlich mit, ganz klar. Wenn wir schnell genug wären, ich glaube, in der PAL-Version kann man es tatsächlich rausschaffen, ne? Wenn ich das richtig weiß, aber du brauchst halt trotzdem übermenschliche Reflexe. Damit haben wir hier einen Turiso. Kleinen Metroid, oder kleinen Chozo-Wächter, der definitiv an seinen Missiles bleiben wollte, an seinen Bomben, die wir ihm weggesnackt haben, aber die gehören jetzt uns. Ja, moin, Metroid Dread-Hype, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr hyped auf Dread, freue mich sehr drauf. Warum heißen die eigentlich Cebesianer? Ich dachte, die Chozo lebten auf Cebes. Ja, das ist eine gute Frage. Cebesianer sind die Weltraumpiraten, die damals mit Ridley Cebes überfallen haben und sich tatsächlich auch ähnlich wie Samus Chozo-DNS injiziert haben. Also Cebesianer sind tatsächlich aufgepumpte Weltraumpiraten, die wie gesagt grundlegend unter Ridley gedient haben. Meine Güte. Und einen ähnlichen Prozess durchgemacht haben wie Samus. Und deswegen teilweise auch relativ krass sind. Ich komme nicht durch Alcatraz. Lass mich hier raus. Warum komme ich hier nicht durch? Oh mein Gott. Was ist los? Aber deswegen sind das grundlegend Cebesianer. Weil die halt eben doch ein bisschen anders sind als die normalen Weltraumpiraten. Habe ich schon besser gesehen. Ja... Das ist, normalerweise habe ich auch keine Bomben, ne? Dann muss ich das tun. Na also, geht doch. Sehr gut. So, mit den Bomben können wir uns hier unten... Ja, ist nicht notwendig. Wir brauchen nicht so viele Items. Können wir das lassen. Und zu viel Samus Returns, du hast SM verlernt, ja? Dafür kann ich jetzt ganz genau frei zielen. Falls das was hilft.
Zivisiana, oh, schaut mal, die tödlichste Kopfgeldjägerin des Universums ist hier. Schnell, schnell, lass uns da rausgehen und in der ersten sterben und zweitens sicher gehen, dass sie weiß, was hier los ist. Ich meine nicht, dass sie das nicht aber so gewusst hätte. Aber auf der anderen Seite, vielleicht waren die anderen auch noch nicht so weit. Man weiß ja jetzt nicht genau, wie lange die Weltraumpiraten schon hier sind, was sie so gemacht haben. Man könnte also vielleicht sagen, dass die pinken Weltraumpiraten, die später ja zum Beispiel erst kommen, vielleicht tatsächlich auch bis dahin erst so aufgerüstet sind. Wobei hier dann grüne Weltraumpiraten sind, die dann doch mehr als nur normalen Schuss vertragen. Deswegen, keine Ahnung. Aber so, vielleicht war es bloß die kleine Vorhut, die da geschickt wurde. Es kam vor kurzem Dread Reviews. Jetzt bin ich noch aufgeregt auf Dread. Okay. Also ich muss sagen, mich jucken Reviews halt eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Aber cool, freut mich ja. Freut mich, dass du da kräftig gehypt bist dadurch. Coole Sache. Sehr, sehr schön. Und damit gehen wir ins nächste Gebiet. Und zwar Green Britstar. Wunderschönes Gebiet. Super cool gemacht, vor allem halt auch mit einer wahnsinnig guten Musik. Wie das meiste hier in Super Metroid. Es gibt wenige Gebiete, die keine gute Musik haben. Ach. Ich verhau erstmal natürlich den Mockball. Ist natürlich klar. Und der Super Missile hätte ich hier natürlich ganz gerne. So viel ist klar. Gucken wir mal. Wir brauchen nicht so viele Items, aber definitiv ein bisschen was will ich haben. So, okay. Probieren das Ganze nochmal. Ich werde auch nicht versuchen, so viel rumzutricksen. Ach, meine Güte. Was ist denn los heute? Echt, es ist echt zu viel Samus Returns gewesen. Zu lange kein Super Metroid mehr. Da bin ich gerade eben definitiv nicht mehr drin, was die Steuerung angeht. Ja, es war an sich richtig, aber einfach das Momentum nicht behalten. Meine Güte. Habe übrigens nur den Hammer-Din angefangen. Oh, okay, sehr cool. Coole Art, Paladin zu spielen. Viel Spaß dabei. Ja, toll. Mockball geht nur noch mit Mega Man. Das ist, wir müssen Samus einfach blau einfärben. Ach komm, was ist das denn? Dein erster Paladin ist das. Ah, okay, cool. Gut, ist glaube ich natürlich aber auch ein starkes Bild von ihm, ne? Einfach auf die Hämmer gehen. Das war ein halber Mockball, aber kein guter. Letztes M-Rando ist doch gar nicht so lange her, oder? Kommt drauf an, wie du lange definierst. kommt drauf an, wie gesagt, wie lange du es definierst. Oh mein Gott. Och, was ist denn los wieder? Meine Güte. So. Wenn Dread raus ist, man es sehr umfangreich gesehen hat, könnte man es sich überlegen, den ganzen Stuff von Nintendo noch nachzuholen. Theoretisch, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, weswegen. Weil, ja, okay. ich weiß nicht, weswegen man dann einfach Trailer angucken will, die dann halt rauskamen. Du kannst dann sehen, was alles gespoilert wurde in der Zeit, aber ich weiß nicht, wie relevant das ist. Das ist halt eben das. Oh mein Gott, was ist denn los? Kommt nicht auf die Dauer an, sondern wie viele Spielstunden die anderen 2D-Plattformen dazwischen hat. Das kann sehr gut sein, ja. Aber ich bin definitiv auch gerade überhaupt nicht drin, was das angeht. Keine Ahnung weswegen. Ich komme einfach nicht schnell genug nach unten. Das ist das. Es liegt jetzt halt auch dem daran, jetzt spiele ich halt wieder auf dem richtigen Controller, gerade eben die ganze Zeit auf dem kleinen DS. Es fühlt sich merkwürdig an, tatsächlich zweimal jetzt nach unten zu drücken. Muss ich echt sagen. Das war auch vorhin das Problem schon bei Alcatraz, dass ich einfach nicht schnell genug nach unten gekommen bin, weil gefühlt jetzt einfach die Strecke länger ist, um nach unten zu drücken. Das ist ein bisschen ätzend. Ich meine, wir müssen es nicht machen, aber die Supers würde ich natürlich trotzdem gerne mitnehmen, aber es sieht gerade eben nicht gut aus. Außerdem weiß ich jetzt, dass ich wahrscheinlich immer, wenn ich
Emmy kommen, dass ich schreien werde. Man kann sie, bevor sie sich töten, kontern. Und nein, das ist kein Spoiler. Okay. Klar, natürlich ist es kein Spoiler. Können wir Dread nicht einfach lassen? Ich weiß nicht, weswegen du immer wieder mit Dread anfängst. Ja, es ist toll, aber ja. Lass es doch einfach. Ist auch schön, dass du definierst, was ein Spoiler ist und was nicht, ne? Bei mir war das so jetzt nicht bewusst. Aber wenn du sagst, es ist kein Spoiler, dann ist es natürlich kein Spoiler, ist klar. Wow, okay. Ich bin tatsächlich fast schon... es ist mir fast schon peinlich, dass das funktioniert hat. Was war das denn für ein Mockball? Es ist erstaunlich, dass das funktioniert hat. Wie gesagt, keine Ahnung wie. Aber hey, wir haben's. Na, immerhin. Unglaublich. Damit können wir nochmal ein paar Items mitnehmen. Sehr schön. Nochmal einen schicken Reserve Tank. Und zwei Missiles. Da sehe ich immer gerne. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Aber so casual lang gekugelt. Ja. Vor allem, ich weiß nicht mal, wie ich das Momentum so übertragen habe, dass ich doch so langsam war. Ganz komisch. Also so gesehen war es ja schon was Besonderes, aber definitiv nichts, was man, ja, womit man angeben will. Vielleicht war der Mockball tatsächlich sogar schwerer als jeder andere Mockball. Es geht nur in der PAL-Version, ja. Anzunehmen. Schön. Ich habe ein neues Pokémon-Fangame angefangen. Ich kann als Start-Pokémon Glaziola wählen. Ich verstehe schon, weswegen du es angefangen hast. Sehr schön. Nice. Damit haben wir unsere ersten Supers. Die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Guten Abend, Ernald. Na, ihr beiden. Ihr beiden. Ich und, ich und Samus. Baby haben wir jetzt ja leider verloren, ne? Soll das so wenig, weißt du, mit Metroid? Wusste ich nicht, dass es ein Spoiler ist. Nee, alles gut, kein Problem. So gesehen ist es kein Spoiler, aber so gesehen auch doch. Also keine Sorge, alles gut. Ich glaube, das war ein Video, das wir gesehen haben. Ja, das ist halt die Sache. Aber ja, ich finde es halt dämlich, von wegen... Es gibt einen Grund, weswegen ich mir den Trailer nur einmal angeguckt habe. Ich wollte ihn auch nicht studieren und analysieren. Das ist halt eben auch das. Und das ist jetzt wie lange her? Mehrere Monate her. Also von dem her, ich weiß nicht, weswegen wir immer wieder drauf gehen, was alles in dem ursprünglichen Trailer war. Weil ich habe keine Ahnung mehr, was in dem ursprünglichen Trailer war. Vor allem jedes kleinste Detail. Das ist halt die Sache. Aber deswegen keine Sorge, meine Güte. Alles gut. Alles gut. Also, Benny und der Croc, ja richtig. Der ist immer an meiner Seite, um mir zu helfen. Das war knapp. Ja. So. Haben wir noch die Missile mit. Dann ist fast auch schon gut mit Missiles, sage ich mal. Das passt dann. Croc ist immer an meiner Seite. Der hilft mir, die Items zu suchen. Könnte Mother Brain Samus nicht einfach in einen Raum einsperren, wenn sie ganze Kontrolle über den Planeten hat? Naja, sie hat Kontrolle über die Kreaturen, aber nicht unbedingt über Türsysteme und sowas. Schwierig zu sagen, worüber Mother Brain jetzt tatsächlich Kontrolle hat und worüber nicht. Ich meine, wir können eigentlich gleich, ist ein bisschen gruselig, aber wir können gleich zu Spawnspawn gehen, das passt. Ich wusste nicht, dass ich direkt mit Glaziola anfangen kann. Ich habe das Spiel angefangen, das beliebt ist, und Weiterentwicklung für die Evolutions hat. Oh, Weiterentwicklung für Evolutions, das klingt natürlich super interessant, cool. Sehr, sehr cool, wenn natürlich sich ein Fangame dann so viele Gedanken drüber macht. Coole Sache. Also, Experten haben sich den Mockball angeguckt und wissen nicht, was das war. Verständlich. So, du kriegst eine Missile ab, mein Freund. Die guten Keyhunter. Mit denen legen wir uns gleich gar nicht an. Perfekt. Das habe ich doch
nicht gesagt. Ich habe nur sorry gesagt. Nicht mehr. Dann bin ich dumm, was? Alles gut. Lass das einfach sein. Alles gut. Einfach sein lassen. Eine Trailer war doch im Juli oder so zur E3. Ist schon 2 bis 3 Monate her. Ist auf jeden Fall eine Weile her. Alles gut. Wie gesagt, einfach sein lassen. So, okay. Da haben wir unseren nächsten Miniboss. Und zwar den guten Spawnspawn. Normalerweise kommt er ja nicht unbedingt zur Geltung, aber wir können ihn jetzt gerne mal dann erledigen. Da. Oh, als ob. Was zur Hölle? Wie mies. Haben einfach die beiden Pollen sein, die Supers geblockt. Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Unglaublich. So, jetzt aber. Perfekt. Mit Supers ist der Gute natürlich auch recht angenehm. Wir können auch einfach den Raum wieder verlassen. Das ist, ist soweit eine gute Sache. Mit unseren Supers jetzt. Aber wir wollen ihn natürlich tot sehen. Das können wir so natürlich auch ganz gut machen. Perfekt. Ich glaube, man braucht noch eine Super und dann ist auch schon Geschichte. So. Haut mal raus. Wer darf sich den nächsten Hack für mich aussuchen? Ich denke mal Sozi. Kommt drauf an, ob man Tode bis zum Spielabschluss zählt und ob man Save States laden und quitten als tot zählt. Ich glaube, du gewinnst in jeglicher Hinsicht, oder? Durch Herunterfallen herbeigeführt auch. Tatsächlich Tode, als alles durch Gegner herbeigeführt. Ja, wie zählen Softlocks, aus denen du nie wieder rauskommst? Mich hat die Welt getötet. Oh, eine Missile hat noch gefehlt. Mies. Yes, Spawnspawn erledigt. Nice. Durch die Super, die du schon geholt hast, könntest du auch einfach wieder gehen. Das ist halt echt cool, ne? Dass die Tür einfach gar nicht abgesperrt ist. Das ist schon eine sehr witzige Sache. Ich habe es noch nie probiert, aber ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Schön. Aber ich meine, ich bin trotzdem einfach öfters draufgegangen als du, oder? Sofern ich das weiß. Du hast, glaube ich, ein paar Mal resettet oder so, C, aber nie wirklich viel gestorben, denke ich mal. Sehr schön. Damit haben wir mehr Supers. Tatsächlich auch die eigentlichen Supers, die wir von Anfang an haben sollten. Die anderen waren ja doch ein bisschen beschummelt. Perfekt. Und damit können wir hier wieder raus. Wunderschön. Dwayne hat Wort gehalten. Fight gegen Spawnspawn, ja klar. Warum auch nicht? wirklich bei den Dev-Screens bin ich mir unsicher. Aber dein Teil noch nicht geschaut. Bei mir tippe ich 3 Tode. Okay, ich weiß es gar nicht. Ich würde 4 oder 5 bei mir sagen. Irgendwie sowas in der Gegend. Keine Ahnung. So. Vom Smartphone habe ich auch ein Pokémon-Fangame, bei dem ein Hauptfeature ist, dass man später ein Item hat, um jedes Pokémon Legendary Stats zu geben und dann Legendary Glaceola zu haben. Das klingt sehr interessant. So. Sehr schön. Nehmen wir den Charge-Beam mit. Das ist tatsächlich das erste Spiel von denen, die wir jetzt bisher spielen, wo ich den Charge-Beam sinnvoll finde. Also, sinnvoll ist falsch, aber wo der Charge-Beam sich passend anfühlt, würde ich sagen. Also später ballert man trotzdem noch viel rum, aber gefühlt lädst du hier den Charge-Beam öfters auf als in den anderen beiden. Aber bloß weil die anderen beiden Spiele auch noch so ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass man viel rumballern kann. Deswegen, ja, grundlegend ist es definitiv hier irgendwie ein besseres Gefühl, den Charge aufzuladen. Als in Metroid 2 zum Beispiel, oder in Samus Returns zum Beispiel. Ich habe ihn ja so gut wie nie benutzt, also bei den Baby-Metroids. Das ist schon ein bisschen komisch immer. So. Also, ich mag einen Charge für MSR. Ich glaube, wenn du einfach in der Zeit, wo du den Charge-Beam auflädst, haust du so viele Schüsse raus, dass du einfach die dreifache Menge an Schaden machst, wenn du einfach bloß spamst. Wenn du hier in Super Metroid relativ lang... Du schießt relativ langsam, lädst aber doch relativ schnell auf.
Das ist so der Unterschied. In Samus Returns, du lädst extrem langsam auf und du schießt so gottverdammt schnell. Und das macht es halt so viel angenehmer, dann halt eben den Charge Beam hier zu benutzen, als in Samus Returns. Ist meine Meinung, sieht sicherlich jeder anders. Aber grundlegend ist das immer so meine Meinung. So, ich kenne leider kaum Hacks. Gib mal bitte einen kurzen Pool an Hacks, Benny, und ich suche mir einen davon aus. Oh, kurzen Pool an Hacks. Was verlangst du von mir? Ich meine, es gibt natürlich Super Zero Mission, ne? Es gibt den Phasen-Hack, es gibt Hyper Metroid, es gibt aber so viele, die man spielt. Deswegen, ich habe mich da auch schon lange nicht mehr informiert, muss ich sagen. Das wären die drei, die mir direkt in den Kopf kommen, die ich schon gespielt habe, aber es gibt so viel. Metro Construction, da sind alle aufgelistet. Ja, schon, aber einfach bloß einen davon zu nehmen, kann halt echt dumm sein, weil es viel, viel Schrott dort gibt. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, wie die ganzen heißen. Ich meine, Metroid Redesign gibt's, ne? Oldspiel war doch auch einer. Du beziehst dich der Hack nur auf SM. Ich denke nur auf SM. Was genau eigentlich sind Key Hunters? Die gehören zu den Piraten, aber die kommen mir nicht sehr schlau vor. Ich finde, die haben mehr Ähnlichkeiten zu Tieren. Wahrscheinlich sind es auch einfach bloß so irgendwelche, ja, Viecher, die halt mit den Piraten mitkämpfen. Man darf nicht vergessen, dass Piraten aus vielen verschiedenen Stämmen bestehen, die da zusammengewürfelt sind. Und da sind Key Hunter vielleicht eine der mehr barbarischen, mehr nicht so intelligenten Stämmen, die da mitmachen. Also mehr halt aber bloß so Kampfviecher. Oder vielleicht aber bloß gezüchtete Kreaturen. Kann man nicht unbedingt jetzt genau sagen, was Key Hunter sind. Aber es sind mehr insektenähnliche Viecher. Sie gehören zu den Weltraumpiraten, aber ob sie da wirklich viel Mitspracherecht haben, glaube ich fast nicht. Schwierig zu sagen. So. Immer wieder, wenn ich sowas schreibe im Zug auf Dread, denke ich mir im Nachhinein, warum habe ich das geschrieben? Deswegen möchte ich manche Nachrichten löschen. Ich handle halt immer, bevor ich nachdenke. Ich werde nun am besten wirklich nicht mehr großartig zu Dread sagen, sorry. Ja, alles gut, ne? Aber ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir Dread einfach mal im Moment sein lassen. Und ja, manchmal dann vielleicht einfach ein kleines bisschen vorher nachdenken, was man schreibt und was das tatsächlich bewirken kann. Dann kannst du solche Sachen vielleicht dann auch sparen. So, wir haben den guten Spacer mitgenommen. Immer ein sehr angenehmes Item. Einfach bloß mehr Fläche zum Treffen. Ist immer super gut. Und ja, grundlegend sind wir gerade eben natürlich auch in Red Brimstone unterwegs. Das eine schöne Musik hat, die ja später dann auch in dem unteren Torvus benutzt wurde. Und dann in Samus Returns im unteren Bereich des Turms. Also von dem her hat die Musik definitiv schon stark an Popularität zugenommen. Also es wird vielleicht doch die nächsten Höhlen von Magmor. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt, was für Musik so in Dread laufen wird. Gucken wir mal. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Damit haben wir schon unser nächstes Gebiet. Klassisches Gebiet, auch damals aus dem ersten Teil. Und zwar Norfair. Und hier holen wir uns erstmal ein bisschen Vorbereitung für unseren nächsten oder ersten großen Boss. Guten Abend, Dracke. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. So, Energy Tank nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne mit. Wir brauchen noch ein paar, um Mother Brain zu überleben. Wir sollten nicht komplett ohne Items hier durchrennen. Ach, ich habe das Ding nicht mehr erwischt. Na, egal. Passt schon. Holen uns hier erstmal jedes Item. Und dann können wir oben weitermachen. Das passt soweit. Wir gehen auch grundlegend die normale Item-Reihenfolge an. Das heißt jetzt keine großen Tricks oder sowas. Den Mockball vorhin, der war ganz okay, würde ich sagen. Oder den konnten wir schnell mal machen. Aber wie gesagt, jetzt nichts Größeres oder Dramatisches. Wir machen jetzt kein Hellrun oder sonst irgendwas. Sondern gehen mehr oder weniger das Spiel einfach so normal an. Dann sieht man es auch mal wieder so. Ist auch immer eine gute Sache. Und danke, dass du mir so chillig umgehst. Es strapaziert aber schon, so chillig damit umzugehen. Deswegen, wäre nett, wenn du tatsächlich dann deine Lektion auch lernst. Ich sag's mal so.
Der Igel ist full of speed. Ja, das hat er vielleicht so gefunden hier auf dem Weg, ne? So ein bisschen rumgeknabbert dran. So, sehr schön. Nenn ihn nicht so. Wir gehen hier rüber. Eigentlich schon ein mieses Versteck, ne? Wenn man das nicht freibombt. Naja gut, irgendwo muss man dann entlang gehen. Aber so gesehen kann man sich hier natürlich auch ein bisschen feststecken. Also Super Metroid, wenn man es blind spielt, ist es tatsächlich gar nicht so nett. Ich sag's mal so. Es gibt viele Bereiche, wo man tatsächlich ein bisschen knobeln muss, wo es jetzt eigentlich überhaupt weitergeht. So, okay. Jetzt Spaces sind die Key Hunter jetzt natürlich auch sehr viel angenehmer. Also wir könnten einfach eine Missile benutzen. Aber mit Spaces ist es definitiv auch sehr viel besser. Haut einfach gut rein und kann jetzt sogar, gut mit dem Charge sowieso, aber auch so die grünen Piraten besiegen. Das heißt, wir sparen jetzt einfach mehr Missiles. Und ja, damit sind wir in... Au. Sind wir in Crate Slayer. Da haben wir auch schon den kleinen Baby Crate, den wir schnell mal platt machen können. Schön. Baby oder Fake Crate erledigt. Das Problem ist, dass wir hier tatsächlich nochmal was Schlimmeres vor uns haben. Perfekt. Redesign ist nicht so die schönste Auswahl. War halt der erste wirklich große. Der ist schon tausendfach gerannt worden, auch von deutschen Streamern. Ja, so wie jeder Metro Attack. Wow. So. Als ich gespielt habe, habe ich eigentlich nur einen Weg gesucht. Ja, es ist, wie gesagt, teilweise schon ein bisschen fies, muss man sagen. Guten Tag, Crate. Das erste Mal, dass Crate tatsächlich auch so groß ist. Ah, ich dachte, das wäre vielleicht der Punkt, aber keine Ahnung, wo der Quick Kill ist. Aber das ist auch egal, so können wir Crate auf jeden Fall auch in seiner vollen Pracht sehen. Schon sehr interessant, was sie aus Crate gemacht haben. Man muss schon sagen, da damals eigentlich als Referenz wirklich nur der Crate da war, der so groß war wie du und ein paar Stacheln geschossen hat, ist schon echt cool, dass sie das hier aus Crate gemacht haben. Das ist definitiv schon eine sehr klasse Sache. Muss man schon sagen. Also da haben sie, auch deswegen ist Super Metroid aber so gut, weil sie einfach eine wahnsinnig gute Arbeit geleistet haben. Und damit haben wir unseren Warrior Suit. Den ersten Suit, den wir hier bekommen. Wunderschön. Prima. Original SM ist schon sehr verwirrend. Das Problem habe ich zurzeit, dass ich kaum Ahnung habe, wo ich nun hin muss, wo es normal weitergeht. Auch wenn ich schon mehr Runs Randomizer mit einbezogen gesehen habe. Okay. Ja, aber wirklich alles genau zu wissen, ne, ist immer eine schwierige Sache. So, wunderschön. Wir haben unsere fetten Schulterpanzer wieder bekommen. Nicht so fett wie in Samus Returns, wo sie zwei Drittel von Samus ausmachen. Aber ja, sie sind schon definitiv ausgeprägt. Ich meine, hier durfte man natürlich auch wieder mit Farbe arbeiten. Deswegen passt das soweit ganz gut. Also deswegen hätte man die Schulterpanzer nicht mehr gebraucht, aber da waren sie halt schon da. Deswegen hat man sie natürlich dann auch so übernommen. Wir sind auf Crate sterben. Ich verstehe es nicht. Wieso darf Crate sterben? Was? Ich bin mir unsicher. Ich meine, das ist... Bosse müssen nicht nach Erlaubnis fragen, zu sterben. Wir töten einfach alles. Heutzutage sind Spiele nicht mehr so schwer. Kommen wir nicht weiter. Wird Google gefragt. Wobei du das so nicht sagen kannst. Früher hattest du die Spielehelfer-Hotlines, du hattest die Nintendo Power zum Beispiel oder diverse andere Hefte und sonst irgendwas. Also von dem her, ja, du hast einfach andere Medien.
Aber grundlegend gab es damals genauso viele Möglichkeiten, wenn du nicht weiterkommst, irgendwas zu Rate zu ziehen. Heutzutage ist mehr oder weniger alles bloß kostenlos. Das ist die Sache. Es ist angenehmer für deinen Geldbeutel. Das ist das. Aber ansonsten... ansonsten ist es eigentlich nicht so viel anders wie damals, muss man sagen. So, mit unserem Various Suit können wir nach Norfair gehen. Und können jetzt durch die heißen Gebiete. Wir haben die heißen Gebiete ja vorher schon gut umgangen. Aber jetzt können wir sie tatsächlich auch angehen, da wir jetzt hitzeresistent sind. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ein riesiges Buch mit einem Walkthrough von Pokémon Silber und Gold hatte, um alles zu fangen. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich hatte die Walkthrough-Bücher von Ocarina of Time und von Donkey Kong 64. Hatte ich die Walkthrough-Bücher. Waren auch echt cool, ne? Einfach cool gemacht, diese Bücher zu haben. Also definitiv klasse Sache. Ich habe Mentor 2 ohne Hilfe durchgezockt. Bin darauf ein wenig stolz. Darauf kann man auch stolz sein. Das ist so ein Spiel, tatsächlich immer blind durchzubekommen, ist immer eine starke Sache. Wegen Zero Mission, da durfte Crate nicht sterben. Naja, Crate durfte nicht ohne Unterbrechung sterben. Das ist das. Aber gestorben ist er immer. So. Das ist die Sache. Er wurde bloß rüde unterbrochen bei seinem Tod. Mehr war das nicht. Queen of Time und Majora's Mask habe ich. Oh, auch sehr cool. Super, super cool. Ups. So. Geh weg von mir, Seepferdchen. Na toll. Natürlich mussten wir mal hier. Du bist echt immun gegen Spacer. Warum? Dann verreck halt so. Dummes Biest. Bist du Charge-Beam anfällig? Das weiß ich gar nicht. Ah, das ist Super Metroid, ist halt auch meistens, wenn irgendwas nicht hilft, dann hilft Charge Beam. Charge Beam ist hier halt auch sehr mächtig, um einfach ein paar ein paar Resistenzen zu umgehen. Ist hier unten bloß ein Missile? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ist es. Na ja, gut. Nehmen wir mit, war jetzt aber nicht so notwendig. Meine Schwester, die nicht viel Ahnung über Gaming hat, hat mir zu einem Weihnachten die Walkthroughs für Pokémon Sonne Mond geschenkt. Okay, war nicht so begeistert, als ich die bekommen habe. Aber würde lügen, würde ich sagen, dass ich sie nie verwendet habe. Ich meine, ist ja eine nette Geste, ne? Und wie gesagt, solche Walkthrough-Bücher können auch einfach schön sein, ne? Schön aussehen. Auch wenn man sie jetzt nicht dringend braucht, um das Spiel durchzuspielen. Können sie auf jeden Fall schön sein. Absolut. Übrigens kann es sein, dass ich nicht so viel nachdenke, bevor ich was schreibe, weil ich meine Tabletten heute nicht nehmen konnte. Okay. Auch nicht alles drauf schiebe. Jetzt will ich den Stream genießen, jetzt lasse ich das Thema. Das passt ganz gut. Wie gesagt, alles gut. Kein Problem. Keine Sorge. Weil das Mask ist blind schon sehr schwer, wie ich finde. Kumpel von hier musste es mit Lösungsbuch durchspielen, wenn ich mir weiterkam. Wie es bei Ocarina of Time war, weiß ich nicht. Ich meine, Ocarina of Time, ich würde sagen, ich kam relativ gut durch, aber es gab halt so viel andere Kleinigkeiten, die man halt eben finden konnte, auf die du nie kommst. Das ist die Sache. Deswegen war es da schwierig. Hab's von Banjo-Kazooie, Mario 64 und DK64. Ah, sehr cool. Super coole Sache. So. Mein Blind-Problem war Crocomire. Den habe ich einfach beim ersten Run nicht gefunden. Crate habe ich gefunden. Weil ich jeden Aufzugraum aufgebombt habe. Weil ich immer dachte, irgendwann muss es ein Item geben. Gar nicht schlecht. Da bist du. bist du tatsächlich mit dem Spiel gegangen, ne? Auf jeden Fall sehr schlau. So. Gehen wir hier gleich hoch. Ich meine, wir haben da unten jetzt den kleinen Rundgang geskippt, aber wir müssen jetzt nicht die große Sightseeing-Tour machen. Das passt schon ganz gut. Nehmen wir einfach so das mit, was wir brauchen. Kommen wir vielleicht, heute noch durch. Wird tatsächlich schwierig. Mal sehen. Ich bin gespannt. So. Okay. Das hier können wir noch mitnehmen. Perfekt. Beim ersten Run
habe ich gehangen, weil ich die eine Wand, durch die man durchgehen kann, nicht gefunden habe. Bei Crate? Oder bei welcher Wand? Es gibt ein paar Wände, wo du durchgehen kannst. So, Speedbooster. Nehmen wir den mit. Tatsächlich das erste Mal, dass es Speedbooster gibt. Super cooles Item. Wahnsinnig schön auch für Super Metroid gemacht. Wie gesagt, super cooles Item, das später ja auch sehr interessant umgesetzt wurde. Gerade in Fusion und Zero Mission. Aber tatsächlich ja hier ihr erster oder sein erster sein erster Punkt, wo es kam. Also Super Metroid hatte da ja auch ein paar schicke neue Items. Und ja, Speedbooster definitiv cool gemacht. Man kann ein bisschen Blödsinn damit machen, ich sag's mal so. Ich hatte das Buch zu Unreal Tournament gefunden. Wusste auch nicht, dass ich das habe. Auch sehr gut. Schön, dass man immer wieder sowas findet. Oh Gott, die halten so viel aus. Mit Spacer sind die meisten Biester halt doch noch besser mit Missiles zu besiegen. Missiles bleiben eine Weile stark in Super Metroid. Ich glaube, die waren in Norfair, bin mir aber nicht mehr sicher. Kann gut sein. Wie gesagt, es gibt ein paar fiese Stellen in dem Spiel. Aber oftmals lässt sich das Spiel dann auch nicht wirklich weit zurückgehen. Das ist so die Sache. Also gerade hier zum Beispiel, bevor du zu Crate kommst oder bis du den Ice Beam hast, kannst du eigentlich nicht mehr zurück durch den Red Tower und weiß eigentlich oder muss hier halt irgendwas erreichen können. Das ist die schöne Sache daran. So, Wave Beam nehmen wir auch gleich noch mit, dann sind wir gleich mal gut bewaffnet. Jetzt könnte der Beam tatsächlich sogar langsam stärker werden als Missiles. Mit Wave und Spacer sind wir tatsächlich schon gut dabei. Nett, dass wir hier nicht so lange auf Beams warten müssen, wie in den anderen Spielen. Hier bekommen wir sie relativ schnell. Und ja, können jetzt eigentlich auch schon wieder größtenteils raus aus Norfair. Wir haben das Wichtigste geholt. Speed Booster auf jeden Fall mal. Jetzt geht's dann wieder ab nach oben. So, können wir hier lang. Viele Bücher von Final Fantasy, das ist auch cool. Ja, wie gesagt, jeder hatte so seine Sachen, ne, die er damals hatte. Mein 64 war auch ein Frust in der Kindheit, genau wie Banjo-Kazooie. Mit Zweitgenannten mochte ich das. Das war auch eine sehr lange Zeit nicht. Das hat sich aber im Laufe der Zeit geändert. Okay. Ja, ganz cool. Ich meine, ja, man lernt immer dazu, ne? Beziehungsweise manchmal gibt es ja auch so Kleinigkeiten, die man dann nicht so leiden kann, die sich dann später ändern. Wie zurück? Ab zu Ridley. Ja, let's go. 10 Supers und Space Wave reicht easy, ne? Sehr schön. Bei wem bekommen wir eigentlich die Powerbomben? Powerbomben hat keinen Wächter. Powerbomben sind ein freistehendes Item. Deswegen, die holen wir jetzt gleich. Nächstes Item in der... Naja, nee. Übernächstes Item in der Itemliste. Erstmal holen wir uns den Ice Beam noch. Und dann sind wir tatsächlich auch schon Weg auf den für die Powerbomben. Erste Powerbombe ist ja oben im Red Tower. Die, ja, wie sagt man, die geskriptete. Hab sonst noch viele Zeitschriften mit Komplettlösungen. Das war ja damals auch sehr, sehr intensiv, ne? Sehr, sehr viele solche Zeitschriften. Ja, diese ganzen Gaming-Magazine. Da war ja immer sehr viel drin. Die liegen da einfach irgendwo rum. Hatte wohl wer verloren. Naja, es sieht schon so aus, als sollen die da sein. Ich sag's mal so. So, hier können wir jetzt rüber für den Ice Beam. Gucken mal, ob der Mockball funktioniert. Vielleicht bekommen wir wieder diesen halbschlappen Mockball hin. Nee, das ist bestimmt keiner. Nee. Ich hätte sogar zwischendurch noch aufstehen können. Es wäre besser gewesen. So hat das aber definitiv nicht funktioniert. Du könntest noch einmal probieren, aber dann lassen wir das. Ups. Da war das überhaupt ein Sprung? Das war kein Sprung. Meine Güte. Irgendeine Zeitschrift müsste sogar die Komplettlösung von KOTOR sein. Auch wenn ich die nie gebraucht habe. Aber hey, gut sie zu haben, ne? Ach, mein... Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Ich kann zwar nach unten drücken, aber ich habe einfach dieses... Die Übertragung vom Momentum gar nicht. Ist gerade überhaupt nicht drin bei mir. Ganz komisch. So, wir müssen werden hier zumindest geklaut von den Piraten. Naja, da sind sie aber auch sehr oder sehr besondere. Oder da ist es dein letztes Item, was du bekommst. Oh mein Gott. Jetzt komme ich nicht mal mehr in den Ball.
Ich weiß nicht, was heute los ist, muss ich sagen. Keine Ahnung. Irgendwas läuft hier nicht ganz so gut. Könnte echt... Ich meine, wie gesagt, das war wieder das richtige Setup, aber es war halt eben nicht, nicht der Punkt dann, um das zu übertragen. Na gut, wir machen es einfach nochmal. Zu viele andere Spiele gespielt. Das ist kein Mockball. So, der war schlecht. Ich verstehe ihn nicht mal. So kann er nicht so gut gewesen sein. Alte Gaming-Zeitung habe ich auch noch hier rumliegen. Weiß gar nicht, ob es da auch Komplettlösungen drin waren. Kommt immer drauf an, was für welche und was sie so geschrieben haben, ne? Ob es an der Version liegt, dass du es nicht hinbekommst? Ich bezweifle es eigentlich. Aber wer weiß? Keine Ahnung. Also PAL läuft ja langsamer als NTSC. Deswegen kommst du ja auch aus dem Dings raus, aus dem Bomben-Torizo-Raum. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Keine Ahnung. Dass es jetzt langsamer läuft? Dass ich langsamer falle und deswegen? Es wäre interessant, dass es daran liegt, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich es gerade nicht hinbekomme. Normaler Metamorph geht ja, ne? Also ich kann mich mehr oder weniger schon metamorphen, aber irgendwie, wie gesagt, so dieses Übertragen der Geschwindigkeit. Schreib eine Null auf und schieb's auf PAL, ja. Wie gesagt, vielleicht ist das die beste Option. Also gut, jetzt können wir so machen. Ein Glaziolabim! Richtig, der ist natürlich auch wieder von der Partie. Und diesmal tatsächlich auch sehr effektiv, weil er einfach zu unseren normalen Beams dazukommt. Das heißt, wir können den einfach immer benutzen. Und dadurch bringt er uns einfach bloß mehr Schaden. Und das nehmen wir immer sehr gerne mit. Nice! Da ich damals die Xbox hatte, ist es die Xbox-Zeitschrift bei dir? Ach, okay, ja klar, klar, logisch. Ja, cool. Ja, ne, damals zu der Zeit, da gab es ja auch noch jede Menge Zeitschriften, so in der Richtung. Und da gab es so viele Sachen. Also das ist schon echt cool. Ist so eine Kleinigkeit, die so ein bisschen verloren ging, ne, über die Zeit. Also es gibt jetzt viele, viele Online-Magazine, sage ich mal, oder viele Online, ja, viele Stellen, wo du online halt eben sowas nachschauen kannst. Es war halt früher alles in diesem Magazin drin. Das ist schon eine klasse Sache. Halo-Lösung war auch unsinnig für mich. Ja gut, man weiß nie, ne? Man weiß ja vorher nie, was da so alles auf einen zukommt. So, wir benutzen hier mal unseren Eisbeam auch richtig, um hier ganz normal nach unten zu kommen. Und, gehen hier dann den Red Tower auch nach oben. Jetzt mit dem Space Jump natürlich, Quatsch, mit dem High Jump natürlich gar kein Problem. So, euch nochmal einfrieren. Sehr schön. Sehr angenehm, den Weg tatsächlich Vanilla durchzugehen, weil, ja, man kann ihn ja auch auf fiesere Art machen. Aber das muss nicht sein, bei so einem Casual Run. Das passt dann schon. So, hier rüber. Na, es war so klar. Es war so klar. Warum hätte ich damit rechnen müssen? Ach Gott. Wir hatten heute Pech. Fernseher im Büro, den wir für Aufnehmen genutzt haben, ist kaputt gegangen. Oh, das ist fies. Das tut mir natürlich sehr leid. Miese Sache. Naja, manchmal versagt die Technik einfach, ne? Ärgerlich. So. Das ist auch der Grund, warum er schlecht war. Okay. Stimmt, wo ich gerade den Eisbeam sehe, da fällt mir ein, dass im MP1 die Piraten in Laboren und auch andere Gegner mit dem Eisbeam nahezu One-Hit killen kann. Bei den Piraten ist es ein aufgeladener und normaler Schuss. Ja, es ist in den meisten Fällen ja auch einfach ein Schuss und eine Missile hinterher, ne? Dann sprengt sie ja sowieso. Selbst die Eisbeam-Piraten kannst du so ja direkt killen. Das ist die Sache. Nice. Damit haben wir unsere ersten Powerbomben.
Und hierhin können wir uns nochmal gleich einen schicken Missile-Container holen. Und ja, eigentlich würde man ja jetzt zu Crockemeyer runtergehen für den Grapple Beam. Ist ein bisschen anstrengend, die Strecke theoretisch. Von hier oben dann theoretisch direkt wieder runterzugehen nach Norfair für Crockemeyer. Aber hier gehen wir die ganze Sache ein kleines bisschen anders an. Wie gesagt, eine Seele darf überleben. Das ist, wir haben Sporespawn getötet, deswegen darf Crockemeyer leben. Und Marcel wäre nicht da. Nee, wir lassen es jetzt schon so. Wie gesagt, Crockemeyer darf leben. Und deswegen gehen wir jetzt direkt zum Wreckchip. Auch eine ganz nette Methode, dass man das so machen kann. Und definitiv auch sehr zeitsparend. Weil man jetzt halt eben nicht wieder zurück nach Norfair und dann wieder hier direkt nach oben muss. Das ist so ein Punkt, also Super Metroid hat eine sehr starke Itemverteilung und ist echt gut gemacht. Aber es gibt ein paar Punkte, die doch auch sehr viel Rennen erfordern und doch viel hin und her sind. Und ich finde, ein direktes Hin und Her sollte man oftmals verhindern, weil du meistens einfach bloß immer dasselbe siehst. Ich meine, jetzt kommst du hier wieder nach oben zum Landeplatz und sowas und könntest theoretisch die alten Gebiete nochmal abgehen für ein paar Items. Aber dein grundlegender Weg ist eigentlich direkt wieder nach unten. Deswegen, es wäre vielleicht interessant gewesen, wenn in Green Brinstar jetzt zum Beispiel dein nächstes Item legen würde. Dann hättest du wenigstens nochmal einen anderen Punkt, den du abgehen könntest. Das ist auch, ist ähnlich wie in wie in Metroid Prime, theoretisch in den Chozo-Tempel in Fendrana zu kommen. Ist ja eben theoretisch zuerst nach Fendrana, dann zurück zum Landeplatz für Space Jump und dann wieder nach Fendrana zurück. Finde ich nie die stärksten Itemverteilungen, muss man sagen. Immer ein bisschen schwierig. So, hier können wir nochmal speichern. Perfekt. Der gute Sozi hat sich Metroid Natur ausgesucht. Metroid Natur? Bio-Metroid, oder wie? Klingt interessant, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ist das ein deutscher Hack? Interessant. Ich hatte die Zeitschriften überwiegend wegen den Demos, die es gab. Ja, das ist, also, bei mir nicht unbedingt wegen, also, es gab ja teilweise Demos oder auch Vollversionen und sowas, ne? Aber viele Spiele hatte ich damals tatsächlich, oder viele Zeitschriften hatte ich tatsächlich auch damals, aber wegen den Spielen, die drin waren. Das war schon cool, das ist richtig. War immer eine coole Sache. Ich habe Ice Beam ohne Probleme gefunden, obwohl ich sagen muss, dass er echt gut versteckt ist. Ja. Mein Freund spielt gerade zum ersten Mal Super Metroid als Vorbereitung für Dread. Er hat mehrere Stunden gebraucht, bis er ihn gefunden hat. Er hat sich zum Schluss ein Video angeschaut, um ihn zu finden. Okay. Also war er schon in dem im Ice Beam Bereich oder war er komplett verloren einfach? Das weiß ich jetzt nicht. Weil so gesehen ist es ja im Hauptbereich einfach eine Tür direkt, ne? Das ist so die Sache. Aber ja, manchen fällt einfach ein paar Punkte schwerer als anderen, ne? Was gibt es bei Kroko noch, bis auf den Grapple Beam? Bestimmt nur E-Tanks und Missiles, oder? Ja, es gibt einen E-Tank direkt bei Crockemeyer. Es gibt oben links eine Missile. Es gibt unten rechts in einem Säurebad eine Missile. Ich meine, es ist eine Missile. Dann gibt es den Speedbooster-Punkt oder den Grapple Beam-Rätsel-Punkt. Das müsste auch eine Missile sein. Ich glaube noch, also ein E-Tank und ich meine 3 oder 4 Missiles. Ich glaube tatsächlich nicht, dass da irgendwo noch ein E-Tank ist oder eine Super-Missile. Das sind, glaube ich, alles nur Missiles. Deswegen kann man das auch gut ignorieren. Beim Schiff abheben und den Rest ignorieren. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen unser Baby finden. Ist doch wichtig. Fehlt ein E. Ach so, Nature. Okay. Habe ich trotzdem noch nie gehört. Hab ich tatsächlich trotzdem noch nie gehört, muss ich sagen. Aber klingt interessant. Viel Erfolg dabei. Crockemeyer bleibt am Leben, also kann er noch ein Comeback bekommen. Ja, bestimmt. Am 5. wollen Sozi und ich ja einen Stream machen. Mit dir halt als Gastkommentator. Ja. Wir haben uns für einen Metroid Multiworld entschieden. Wollten fragen, ob du auch mitmachen wolltest, statt nur zu kommentieren. Wollen dann eventuell, falls wir einen finden, noch einen 4. dazu nehmen. Könnten wir machen.
Wäre definitiv auch eine Möglichkeit, ja. Was? Gut, wir machen es einfach so. Ist jetzt kein Dings. Ist jetzt kein Oceanfly, aber ist theoretisch ein halber Oceanfly. Ich war zu sehr im... Es ist nicht mal ein Oceanfly, weil ich hier hängen bleibe. Toll. ja, wenn wir das tatsächlich dann... Ich meine, ich kann da theoretisch dann noch streamen. Das wäre okay, ja. Ich würde davor dann bloß den Smash Direct nachschauen. Und dann könnten wir das theoretisch machen. Sollen dann vielleicht die Super bereithalten. Er schreibt eine 0 auf und schiebt's auf Pal. Ja, 0, 0, 0, 0. Ich meine... Pal hat das gemacht, dass ich gar nichts hinbekommen habe. Falls Oceanfly. Schön. Und uns wird das Baby aber überleben. Ich glaube, das Baby überlebt keine planetare Explosion. Denke ich mal. Er hat den Norfair gesucht. Also er wusste zumindest, dass es ein Gebiet finden muss. Okay, na gut, wie gesagt, da kommt ja auch da nicht mehr raus. Das ist ja die Sache. Kommen sie ansonsten nirgendwo hin. So. Nein! Ach, komm. Und wie gesagt, wir können auch einfach so einen halben Oceanfly machen. Das geht genauso. Warum explodiert der Planet überhaupt? Weil Mother Brain ihn sprengt. Deswegen. So. Können ja hier im Channel fragen, ob er eine Lust hat, mitzuspielen. Na, das hast du im Moment ja so gesehen getan. Ach, was ist denn los? Meine Güte. Ich bin einfach bloß gerade eben nicht fingerfertig. Das ist halt eben die Sache. wird sich am 5. nicht die Smash Direct angeguckt? Doch, wird es. Genau, das würden wir dann davor machen. Keine Ahnung, wann ihr vorhattet, anfangen zu streamen. Aber wenn ich dann davor vielleicht den Smash Direct gucke, dann wäre das ganz interessant. Also würde ihn doch nicht sprengen, wenn sie nicht besiegt werden würde, denke ich mal. Ja gut, das ist richtig. Aber dann wäre halt eben das Problem immer noch da, dass sie mit Metroids rumhängt. so. Weißt du, wann das Smash Direct ist und wie lange das dauert? Naja, der ist mittags um 15 Uhr, aber dann kann ich nicht gucken. Ich würde 18 Uhr anfangen und dann geht es vielleicht eine Stunde. Also vielleicht, dass wir dann 19 Uhr anfangen, wenn das okay wäre. Weiß ich nicht. Ich würde mich ja anbieten, aber so Metroid, aber schaffe ich nicht, mal auf normal durchzuspielen. Link to the Past kenne ich mich zu wenig aus. Nee, es ist nur Super Metroid. Nur Super Metroid. Aber gut, ja. Das ist, wenn du dich halt eh nicht auskennst, dann bringt es ja auch nichts. Oh mein Gott. Ich sollte mich vielleicht auch mal ein kleines bisschen aufs Spiel konzentrieren, ne? Nicht fünf verschiedene Sachen gleichzeitig im Chat lesen. Sonst kommen wir hier nie durch. 16 Uhr kommt der Direct. Gut, wie gesagt, das bringt mir nichts, weil, ja. 18 Uhr ist schon verdammt, verdammt früh für mich. Das ist das Problem. Ich gebe mein Bestes, dass ich... hier auch irgendwann mal rüberkomme. Ich gebe mein Bestes, dass es tatsächlich zeitig dann läuft. Aber mehr kann ich tatsächlich nicht versprechen. Und, ja. War eh geplant mit 19 Uhr. Okay, dann, ja, würde das auch so funktionieren. Ja. Ich kann dann auch meinen Stream einschalten. Das passt. Das wäre schon okay. Und ein 2-Stunden-Ending. Schreib eine 0 auf und schieb's auf Pal. Ja, sowieso. Das war von Anfang an schon so. Schaffe ich das von hier aus? Nee, ich muss, glaube ich, einen Punkt nach oben. Aber ich könnte hier oder schon hier von der Tür aus nach oben gehen. Wenn ich Multibolt höre und Super Metroid dabei ist, automatisch auch Zelda dabei. Ja, das ist wichtig, dass man Multiworld nicht mit Crossover gleichsetzt. Sehr wichtig. Ach, meine Güte. Wie gesagt, ich mache auch gerade den Blödsinn, aber wie gesagt, viel zu viel im Chat unterwegs. Ich kriege einfach gerade eben gar nichts hin. Oh, meine Güte. So ärgerlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es echt an Samus Returns jetzt liegt?
keine Ahnung. Haben wir jetzt ja doch die letzten Tage mehr gespielt, ne? Kann ich jetzt nicht einfach, warum nach oben? Mein Fehler, zu viele verschiedene Versionen, die es da mittlerweile gibt. Ja. Kann schon verwirrend sein. Wenigstens bleiben wir jetzt hier im Raum. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Und können wir es jetzt immer wieder einfach probieren. Keine Ahnung, warum das jetzt für mich gerade so krebsig ist. Jetzt haben wir es eine Gehirnerschütterung. Keine Sorge, der Helm ist stabil. Das ist zu weit oben, oder? Okay. Kannst du nachschauen, wer bei dir am längsten dabei ist mit Abo? Die wohl eine 1 vorne dran stehen haben. Warum? Diese guten Leute haben eine 1 davon. Na also, geht doch. So, halber Oceanfly. Würde ich dann als erstes fragen, ob er möchte. Okay. Aber wäre es nicht sinnvoller, jemanden zu fragen, der Super Metroid spielt, statt einfach bloß jemand, der bei mir am längsten subscribed hat? Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz. Also es ist zwar super nett, aber na, wir bräuchten halt auch jemanden, der Super Metroid spielt. Ich meine mittlerweile zu wissen, wie man die Luft nach rechts scheint parkt, oben und dann rechts drücken im selben Takt, wie man normal springt und rechts drückt. Ja, das kann gut sein. Das ist halt doch, na, mit dem Speedbooster ist man doch immer ein bisschen hibbeliger. Aber das kann schon gut sein, dass es dann doch eigentlich genau dieselbe Tastenkombination ist. Naja, wir sind im Rackchip angekommen, endlich. Viel zu lang gedauert. Und können unseren nächsten großen Hauptboss platt machen. Das wird tatsächlich sogar ein bisschen eng, ne, mit 3 E-Tanks. 2,5 so gesehen. Muss mal gucken. Sehr gut. Ich würde am ehesten meinen Bruder fragen. Ich bekomme im zweiten Laptop keine Verbindung hin. Okay. Keine Ahnung. Die längsten Subs dürften eher wegen MH hier gelandet sein, als wegen SM. Wahrscheinlich, ja. Und wenn, dann vielleicht generell Metroid, aber nicht so Super Metroid begabt, ne? Das ist ja auch die Sache. Ich sag mal, generell nicht viele sind bereit für einen Super Metroid Multiworld. So, du gibst mir hier ein bisschen schönes Zeug. Sehr gut. Ja. Okay. Da wollte mich noch ein bisschen blockieren. So, wir haben schöne Beam-Combo, deswegen. Bäh. Wo bist du denn hin? Ich dachte, der fliegt mich immer an. Gut, das hat natürlich nicht so funktioniert. Ein Planet explodiert, wird Kroko mit Tieren zusammen fliehen, nicht wahr? Nicht wahr, bitte? Natürlich, klar. Das ist. Kennst du denn nicht mehr Krokos heldenhaftes Opfer in. Hoch, ist er schon hier schon. Heldenhaftes Opfer in Fusion. Der rettet uns ja alle. Oh mein Gott, natürlich machst du das direkt. Was ist los mit dir, Phantom? Was machst du hier nur? Sehr, sehr anstrengend, das Biest gerade eben. Wir machen es einfach normal mit dem Siles. Das mit dem Charge Beam ist eh immer eine knifflige Sache. Komm. Ja. Nee, man muss es mit Missiles machen dann. Coco ist der Pilot für die Tiere, ja. Der PC aus Metroid Fusion ist eigentlich Crockemeyer. Der sitzt im Schiff und redet mit dir. viel zu spät. Viel zu spät. Ach komm. Okay, nice. Okay, da wäre ich eigentlich beinahe draufgegangen. Das reicht aber noch nicht. Jetzt wäre es mal ein bisschen Zeit für gut leben. Oh, das ist nicht gut leben. Das ist gut aufs Maul.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob er durch eine... Das war nicht so gut. Ob er durch eine Super jetzt draufgehen würde. Ich würde auf jeden Fall durch eine Super jetzt draufgehen. Das ist das Problem. Das hat ihn auf jeden Fall nicht gekillt. Crocomile wird als Anthony reinkarniert. Remember me, Princess? Deswegen sagt er es, weil er Crocomile ist. Ich verstehe. Deswegen sollen wir uns an ihn erinnern. Yes! Na also, meine Güte. Was ein Krampf. GG! Phantom erledigt. Sehr schön. Der ist also doch eine große Lüge. Puh. Hast du schon gespeichert? Gerade eben beim Schiff. Hier kommen schon wieder wilde Theorien zustande. Es ist 21:45, sie ist die beste Zeit für wilde Theorien. Da kommen immer die besten. So. Wo haben wir jetzt tatsächlich sinnvolle Items in diesem Schiff? Das ist tatsächlich eine schwierige Sache, ne? Drüben, aber da kommen wir schwer ran. Da kommen wir sehr schwer ran ohne Grapple Beam. Das sollen wir vielleicht verhindern. Ansonsten... Ist hier rechts eine Super? Ich kann es gerade schwer sagen. Habt ihr mal Super Metroid-Animationen von Terminal Montage gesehen? Da hat man gesehen, was passiert, wenn man die Tiere nicht rettet. Okay. So. Ich meine, so gesehen, da es keine alternative Version von Fusion gibt, retten die Tiere sich auch einfach so immer. Magchip hat doch immer gute Items. Warte, das war was anderes. Da ist eine Super, ne? Also, ich habe wenigstens noch ein bisschen die Original-Items drauf. Noch ein kleines bisschen. Es ist schwierig, aber hier und da habe ich sie noch. Remember when I hugged you down in my lava cave? Was that the best time of your life? Dirty dancing music plays. Das wäre ein ADM, das ich spielen würde. Ach Gott. Ganz vergessen, dass Kroki ja der große Held ist. Na klar. Schön. Meine Weile weg, wie läuft's hier bislang? Ja, soweit ganz gut. Das ist, die meisten Tricks bekomme ich gerade eben nicht unbedingt hin. Aber ja, wir kommen voran. Zwei Bosse schon erledigt. Und ich sag mal tatsächlich, der größte Teil des Spiels ist eigentlich schon durch, ne? Das ist eigentlich Vorbereitung ist bis zu Powerbomben. Und dann gehst du eigentlich die Bosse an. Wenn du noch Crocomile mitmachen willst, dann theoretisch Crocomile. Aber ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich alles bloß am Anfang sehr viel Vorbereitung und dann läuft das Spiel eigentlich von selber. Da drüben, meine ich, war auch bloß eine Missile. Wir können noch einen Reserve-Tank mitnehmen. Wir sollten definitiv ein paar mehr E-Tanks generell haben. Das ist so noch ein bisschen das Gruselige. Das ist die wahre Lore hinter ADM. Na, logisch. So. Wann kommen die Pfeile? Pfeile sind leider ausverkauft. bin mal weg, Frau will noch kuscheln. Bis später. Okay, bis später dann, Ernight. Danke, dass du dabei warst. Dir noch einen schönen Abend. So. Kann das Video nur empfehlen. Ist super gut gemacht. Man erkennt, dass die Gebieträume. Speedrun-Taktiken. Ist lustig gemacht. Okay. Keine Ahnung. Don't even think about going to Croco Boy. Wenn du die Original-Item-Verteilung von Super Metroid kennst, dann weißt du, dass wir tatsächlich an Crocomire schon vorbei sind. Und dass ich tatsächlich Crocomire extra... Das war doof. extra geskippt habe, um hier hinzukommen. Das ist auch bloß eine Missile. Meine Güte. War für ein Missile zu geben, Spiel. Kenne ich nicht. Na dann, sage ich es dir jetzt hier nochmal so. Wir sind tatsächlich an Crocomile schon vorbei und er lebt noch. Und er wird auch weiterleben, weil jetzt brauchen wir Grapple Beam eigentlich gar nicht mehr.
Ich kenne Randomizer bei dir. Verständlich. So, das tut jetzt ein bisschen weh, aber mit Varia geht es auf jeden Fall auch easy. Au. Perfekt. Guten Tag. Einmal der Chozo-Express, bitte. Dankeschön. War nicht doof. War gewollt, um deinen Skill anzugeben. Eindeutig, ja. Niemand kann so schön in die Decke Speed boosten wie ich. Okay. Perfekt. Yay, Kroko Living. Ding am Leben lassen. Wo bin ich denn hier gelandet? An dem Punkt, wo Marcel ein einziges Mal glücklich sein kann. Genau dort bist du gelandet. Vielen Dank, dass Sie heute Chozo Express gewählt haben. Bitte bewerten Sie Ihre Reise. Er ist schon ein netter Kerl, dieser Chozo. Muss man sagen. Netter Kerl. So. Ein Planet wird noch explodieren, keine Sorge. Ja, also Krockemeier darf bis zum letzten Zeitpunkt glücklich leben. Das heißt nicht unbedingt, dass er hier vom Planeten wegkommt. Das ist natürlich kritisch. Marcel weiß aber, dass es am Schluss einen Big Butter Boom gibt und Kroko trotzdem Winke-Winke macht. Vielleicht hofft er, dass Kroko noch sein eigenes Schiff findet und damit abhaut. So, den Reserve Tank können wir mal mitnehmen, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Schauen wir mal. So. Und damit haben wir schon unseren nächsten Suit. Und zwar den Gravity. Nice. Der überlebt es. Er ist immortal. Wir wissen das nur nicht. Spätestens als Skelett schwebt er dann durchs Weltall. Nice. Sehr schön. Schicke Farbe. Und damit sind wir jetzt natürlich auch gut gewappnet für Wasser. Die Frage ist jetzt natürlich, eigentlich ist es halt voll unsinnig, den Weg hinten durchzunehmen. Durchs Wreckchip. Weil man so gesehen einfach bloß viel Zeit verschwendet, um am selben Punkt rauszukommen, wie durch die Röhre hier unten. Deswegen gehen wir einfach hier entlang. Dein Mod ist böse. Meine Mods sind alle ganz lieb. Definitiv. Können wir es uns zusammen anschauen, wenn du fertig bist mit SM? Ich finde, es wäre ein guter Abschluss für den Tag. Eventuell kennst du auch eine Speedrun-Route wieder. Na, nicht unbedingt. Das lassen wir. Lassen wir vielleicht mal. Das ist, jeder kann sich es anschauen, wer will. Aber das, das passt schon. Ups. Ein Schiff ist auch plausibel. Was ist plausibel? Was? Ach so, dass er ein Schiff findet. Ja, klar. Kroko läuft ja rückwärts. Aber gar nicht in die Lava, sondern in den Teleporter. Dann ist er einfach weg. Aber zu einem anderen Planeten teleportiert. Klingt auch gut. Decke freut sich immer wieder, wenn Samus sie wieder trifft. Weiß ich nicht. So, perfekt. Sind wir wieder ein bisschen aufgeladen. Ja, ist eine gute Frage, ne? Guck Samurok irgendwann zurück. Gute Frage, was wir jetzt noch so holen. Müsst tatsächlich mal überlegen, wo die ganzen E-Tanks sind. Wir können in Green Brinstar theoretisch ein paar E-Tanks mitnehmen. Hat ein anderes Schiff gefunden, lebt jetzt in Ruhe und Frieden. Bis zu Samus nächsten Abenteuer. Wie gesagt, gehen wir nach Green Brinstar, holen uns hier und da ein schickes Item. Das passt schon. Ach ja, oben im Gauntlet wären es auch noch Sachen, ne? Das wäre möglich. Das passt schon. Ich meine, wir brauchen nicht so viel E-Tanks. Aber ein paar mehr wären schon nicht verkehrt. Eine ist in Turian in der Decke. Turian in der Decke. Turina? Ich weiß nicht, wo Turina. Du meinst in Blue Münster. Da ist einer, das ist richtig. Stimmt schon, aber da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Soll ich den Link in Discord checken? Kannst du machen, dann kann sich jeder anschauen, der mal will. Das wäre möglich. Werden immer mehr Evolis hier. Sie vermehren sich.
Sie übernehmen den ganzen Chat. Sie haben auch noch eine Super, also von dem her ist es kein schlechter Platz. Nein, warum? Oh mein Gott. Keine Ahnung, was heute los ist. Keine Ahnung. Vielleicht war es doch einfach bloß ein sehr langer Tag, muss ich sagen. Vielleicht doch einfach ein sehr langer Tag. Ist das Blue Brinstar, wo man einen Aufwahl findet? Merke schon, dass ich Super Match heute nicht auskenne. Ja, das Blue Brinstar. Also theoretisch basiert es auf dem Original Metroid 1 Brinstar und das war halt eben das blaue Brinstar. Deswegen ist das grundlegend Blue Brinstar, also das Original Brinstar so gesehen. Ist ja nicht viel übrig vom Original, aber wie gesagt, da gibt's definitiv dann noch so einen kleinen Teil. Also so Hä? Das war diesmal echt nicht meine Schuld. Wie bin ich da einfach nicht reingekommen? Was? Da kann ich nun wirklich nichts dafür. Das ist einfach bloß der Mitte-Amorph nicht funktioniert. Was zur Hölle? Man schreibt Pal auf und schiebst auf die Null. Moment. Ich glaube, das mache ich aber. Ist aber die PAL-Version, ja, scheinbar. Da funktioniert aber nichts. Ist wahrscheinlich auch nicht die 1.0, deswegen. Da ist alles rausgepatcht worden. Ach, krass. Koko ist so krass, als ob ihm Lava und explodierenden Planeten etwas antun können. Naja, sieht man seinem abgefrästen Skelett. Aber ja, genau, das ist Blue Brinstar. Es führt theoretisch bloß direkt durch den Mother Brain Bereich. Was ja so gesehen nicht 100% passt, ne? Nein, okay. Wenigstens Crumble Jumpen kann ich. Immerhin das. Na toll. Haben wir uns den E-Tank nach Dings geholt, nach Crate. Aber das sollten wir geholt haben. Seit langsam habe ich echt das Gefühl, dass es die PAL-Version ist. Langsam ist es kein Meme mehr. Groko hat auch den Ain-Panzer aus Samus Returns. Ich weiß nicht, ob der vor planetaren Explosionen schützt. So, außerdem haben wir unten die Etikons getroffen. Die kleinen süßen Äffchen, die uns den Walljump beibringen. Jetzt können wir tatsächlich noch schnell die Dakoras besuchen. Oder im Moment noch die Dakora. Guten Tag. Na, was geht? Okay, bye. Gemeinsam. Nö. Bye. Die beiden netten Biester, die uns spezielle Fähigkeiten beibringen. Die muss man, wenn man schon hier ist, muss man zu denen auch nochmal kurz rüber gucken. Wie gesagt, Etikons hatte ich jetzt gar nicht genauer angemerkt. Aber Dakora kann man nochmal anmerken. Perfekt. Okay. Ich kann mal so platt machen mit ein paar Missiles. Geht das sehr gut. Missiles bleiben mit ihrer Schussgeschwindigkeit einfach generell immer ganz gut, ne? Ach, das war eine Powerbombe. Ach. Blöd, dass sie nicht durch den Block kommt. Scheinbar zu wenig Leben. Naja, oder nicht. Keine hart genug Schädeldecke. schön. Okay. Perfekt. Dragon, schau dir aber bitte das Video an. Es geht nur 6 Minuten. Konzo hat sich im Stream angeschaut. Als er den SM-Run beendet hat. Wir fanden es so gut. Okay, wir können es uns mal anschauen. Oder ich kann es mir mal anschauen. Keine Sorge. Ich mach's mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe. So, hier unten ist noch ein E-Tank. Das ist die ganzen Powerbomben-Container sind halt absolut unnütz. Ein E-Tank können wir hier auf jeden Fall noch mitnehmen. Das machen wir auch. Wir überziehen auch ein bisschen. Wir wären jetzt grundlegend mehr oder weniger bei der Hälfte von Super Metroid, aber ich denke mal, dass wir es heute noch durchbekommen würden. Deswegen probieren wir das mal. Na also, geht doch. War komplett unnötig, aber ich wollte es einfach mal probieren. Perfekt. Wie gesagt, ein paar E-Tanks mitzunehmen ist gerade eben echt kein Fehler. Weil wir doch ein bisschen mager sind.
Klingt nach einer Wette, ich weiß nicht. Was für eine Wette soll das sein? Weil ich könnte halt bis in die Unendlichkeit überziehen. Deswegen, wenn, dann müssten wir halt einen Schlusspunkt setzen, ne? Ja, 5000 Points, ja, schafft's. Wie gesagt, es gibt ja jetzt keinen definitiven Endpunkt, den wir anstreben. Deswegen ist es schwierig zu sagen, also wie gesagt, wenn, müssen wir halt eben einen definierten Endpunkt haben. Vor 23 Uhr. Eine Stunde noch das restliche Zeug, das könnte funktionieren, das wäre möglich. Bis 23 Uhr wäre machbar. Arg viel länger wollte ich eigentlich eh nicht machen, sage ich mal so. Also schon das wäre hart spät, aber wir müssen es eigentlich machen, damit wir tatsächlich mal hier vorankommen. Oder damit wir irgendwie noch eine Möglichkeit haben, den Marathon gescheit zu beenden. Deswegen bis 23 Uhr wäre definitiv eine Möglichkeit. 22.05 Uhr. Gibt es eine Möglichkeit, sich direkt zum Ende zu glitschen? Könnte knapp werden, habe ich das Gefühl. Das könnte durchaus knapp werden. Hast du doch besser hinbekommen als in vergangenen Randos. Das ist richtig. Dann hättest du Donnerstag den vollen Stream für Fusion-Zeit. Ja, wobei ich stark bezweifle, dass Fusion 3 Stunden durch sein wird. Wenn wir alle Cutscenes skippen würden, ja, aber ich würde halt die Story nochmal durchgehen, deswegen. War es Mittwoch? Achso, ja, es ist Mittwoch. Was ist Donnerstag? Nee, Donnerstag habe ich. Nee, Donnerstag ist Dings wegen dem Monster Hunter-Ding. Ist Donnerstag Monster Hunter. Mittwoch ist es. Ist, glaube ich, Mittwoch. Ist es Mittwoch? Ich weiß es gerade nicht. Kann es gerade eben nicht sagen. So, damit sind wir auch schon in Meridia. Hier können wir auch relativ schnell und zügig durchgehen. Ja, ist es, na, also dann. Das ist eine Super, die würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Sind noch ein bisschen mager, was Supers angeht. Deswegen holen wir die uns. Und sind damit auf dem besten Weg zu unserem nächsten großen Boss. Das war Dragon. Den machen wir dann auch platt. Warum geht das nicht? Wobei das, glaube ich, auch in den anderen Versionen nicht geht, ne? Einfach bloß hier entlang fallen und dann da rein. Wird das Spiel vor 23 Uhr beendet werden. Mal sehen. Es gibt eine Möglichkeit, dass du siehst. Ja, das ist korrekt. Meridia hat echt viele Supers. 20, oder? Das kann gut sein. Meridia ist da eigentlich recht voll, was es angeht. Gibt es da oben Supers? Ich weiß es gerade eben nicht. Man ist nicht so, als bräuchten wir alle. Aber das kann sehr gut sein, weil jetzt so der Punkt kommt, wo du Supers benutzen sollst, ne? Da ist dann irgendwann so ein bisschen der Punkt erreicht. So. Jetzt kann es nochmal ein bisschen fieser werden. Ich hab's nicht aufgelöst. Halt. Dann probieren wir einen kleinen Gravity Jump. Falls der überhaupt noch geht. Langsam. Ach komm. Langsam bezweifle ich, ob alle Tricks so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Na also. Hier ist Pal. Gravity Jumpen funktioniert. Es ist halt tatsächlich, also hier in Super Metroid tatsächlich gar nicht so sehr, ne? Aber in vielen, vielen Spielen und vielen Bereichen sind ja später auch einige Sachen rausgepatcht, ne? Jetzt sowas wie Gravity Jumpen scheinbar nicht. Aber tatsächlich, ja, wie gesagt, doch relativ viele Sachen werden hier und da ja rausgepatcht in späteren Versionen. Und in Europa erscheinen die ja nie. Aber manche Tricks und manche Besonderheiten. Deswegen spielt man jeden Randomizer ja normalerweise auch auf der 1.0 der Originalversion. Weil ansonsten manche Sachen einfach nicht verfügbar sein könnten. Aber Gravity Jumpen hat jetzt ganz gut funktioniert. Damit bin ich jetzt eigentlich ganz happy. Kann man jetzt nicht sagen. Das war, glaube ich, so der erste Trick, der jetzt tatsächlich ohne Probleme funktioniert hat. Immerhin etwas. schön. So, ja, relativ viele Leute sagen ja, dass wir es schaffen. Mal sehen. Da ist nochmal eine Super. Sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Dann wartet auch gleich schon der nächste Miniboss auf uns. Rise of 1.0 wird schwierig.
Naja, um den finalen Endboss zu machen, auf jeden Fall, ne? Ups. Und hoch. Perfekt. Rise Randomizer wäre auf jeden Fall gruselig. So, hier haben wir auch den Speed Booster, das heißt kein Cargo Glitch durch das Metroid. Mogtroid Skip. Mogtroid? Wie heißt denn das? Ist das Mogtroid Skip? Ich schätze mal, ne? Schau erstmal, ob irgendwo ganz viele Punkte gesetzt werden und dann setze ich aufs andere. Im Moment ist Nein sinnvoller. Und ich kann es nicht garantieren, dass wir es schaffen bis dahin. Es sollte. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht garantieren. So, da haben wir Botwoon. Botwoon ist ein cooler Boss. Recht simpel, sage ich mal. Aber eigentlich ganz cool gemacht. So ein bisschen unterwasserschlangenmäßig. Cooles Biest. Kann anstrengend sein, wenn er die ganze Zeit durch die Gegend wiggelt. Aber eigentlich, also wenn man Charge Beam hat, ist er gar kein Problem. Das größte Problem bei dem Boss ist, wenn man keinen Charge Beam hat, kann einem die Munition ausgehen. Einer der wenigen Bosse in Super Metroid, die tatsächlich keine Munition nachgeben. Und deswegen könnte man sich bei diesem Boss softlocken, wenn man keinen Charge Beam hat. Aber deswegen nimmt man natürlich Charge Beam mit und kann ihm so immer Schaden machen. Nice. Schön. Schade, dass du nicht Plasma hast. Mit Plasma wäre das natürlich sehr viel angenehmer. Und ja, leider können wir natürlich jetzt auch nicht Dragon Microwaven. Das ist immer sehr tragisch. Da ist noch ein E-Tank. Jetzt muss ich ins Bett. Bis Mittwoch. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Matti. Schlaf schön. Uah. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bis Mittwoch dann. Gravity Jump scheint auch nicht so mega schwer zu sein wie Mockball. Gravity Jump ist halt super easy. So gesehen. Wenn man mal weiß, wie es geht, ist er super easy. Das erste könnte man aber auch, oder ersteres könnte man natürlich aber auch, klar. Wir machen es einfach mit Speed Booster. Das erste könnte man natürlich aber auch über Mockball sagen. Also ich sag mal, Profis bekommen jeden Mockball hin. Das ist da jetzt nicht so die grundlegende Aussage. Wir können übrigens Dragon auch nicht Speed killen, weil wir keinen Grapple Beam haben. Also Grapple Beam ist schon ein cooles Item. Es ist nicht notwendig, aber es kann hier und da schon ein paar schicke Sachen öffnen. Immerhin musst du keine Springball Jumps machen. Ja, das ist mir tatsächlich ganz recht sogar, muss ich sagen. Das wäre jetzt nicht so notwendig hier. So, probieren wir einen Halfi. Ich habe ewig keinen Halfi mehr hinbekommen, muss ich sagen. Ja, zu langsam. Tatsächlich gute Wall Jumps, aber zu langsam. Ich hatte auch ein Gefühl, dass es ganz gut lief, aber ich weiß nicht. Habe ich die Walljumps zu lang gesetzt? Musst du schnellere und dafür mehr machen? Ich weiß es tatsächlich nie. Wie gesagt, das war nicht schlecht, aber also kein schlechter Versuch von Halfi. Grundlegend Halfi, wer nicht weiß, was es bedeutet, ist, dass man mit dem Speed Booster hier durch den halben Raum gehen kann. Deswegen Halfi, weil es der halbe Raum ist und damit halt einen großen Teil hiervon skippt. Ist ganz, ganz angenehm und relativ schnell. Schnell und mehr klingt gut. Ja, weil du einfach dadurch dann halt schneller nach oben kommst, ne? Diese langen Schwünge. Oh, ich dachte, das wäre ein E-Tank. Wie ärgerlich. Lange Schwünge bringen da nicht wirklich viel. Bei der GDQ sah es anders aus. Na gut, bei der GDQ sieht der komplette Run anders aus. Würde mich wundern, wenn jemand bei der GDQ so spielen würde wie ich. Keine Ahnung, glaube ich, mehr ein kleiner Abstand, würde ich sagen. Ich denke auch. So, nächster großer Boss. Dragon. Sehr schön. Man muss sagen, Super Metroid, wenn man sich auskennt, ne, es geht halt echt verdammt schnell. Muss man einfach sagen. Ist doch ein sehr schnelles Spiel. Aber dadurch auch ein sehr, sehr spaßiges Spiel. Absolut. Na komm zu mir, Dragon. Put, Dragon. Put, hallo? Da. Dragon braucht immer so lang. Ist immer so merkwürdig. Schlabberst du jetzt schon? Ja. Eindeutige Schlabberphase. Oh, sie fängt später an, wenn man sie nicht im Bild hat. Das ist ja hochinteressant. Das wusste ich nicht. Das wusste ich definitiv nicht.
Aber ich dachte, reicht echt eine Super schon? Interessant. Und durch. Perfekt. Pio. Mit Plasma ist das natürlich auch sehr viel angenehmer, weil man dann einfach... Nee, durch den Glibber kann man trotzdem nicht durchschießen, ne? So, und wenn man so Dragon eigentlich ganz gut im Griff hat, dann ist es eigentlich auch recht easy, der Kampf. Muss hier bloß ein bisschen in ihre Speedphase aufpassen. Aber ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Dazu kann man Dragon natürlich auch noch auf diverse Weisen cheesen und skippen. Aber das machen wir jetzt hier gerade nicht. Das wollen wir der Guten ja gerade nicht antun. Wir killen sie lieber mit Supers. Gezielter Charge. Yes, na also. Ich glaube, es gibt einen Moment ganz am Anfang, wo man sie da treffen könnte, aber ich weiß es nicht. Ein paar Missiles reichen hier auch. Yes. GG. Nice. Dragon erledigt. Geh verrecken. Baby Dragons. Man weiß immer nie, fressen sie sie oder beerdigen sie sie? Wir werden es nie erfahren. Schön. Dragon, kann ich mit meinem eigenen Zeitplan dich dazu bringen, eine Reaction zu machen? Es wäre mir echt die Punkte wert für die 6 Minuten. Nein. Nein. Eigener Zeitplan wäre ein Spiel auf der Liste. Genau. Die Nom Nom. Nom 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 Bomb. Beides vielleicht. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ah, schön. Erst fressen und das, was übrig bleibt, beerdigen. Ja, das könnte auch sein. Ich dachte damals, dass sie die Kleinen gefangen hält. Aber was machen sie, was machen die Kleinen dann mit ihr? Weiß ich nicht. GG easy, first try, no sweat, god mode, no scope, no hack, no super Saiyajin. Hm. Sind die meisten Sachen nicht gut, dass es so ist? Also wären die meisten Sachen nicht lame? Nee, beziehungsweise God Mode klingt nicht so gut, oder? Würde das nicht bedeuten, dass ich cheate? So, wir haben damit aber auf jeden Fall unseren Space Jump. Mit dem können wir jetzt durch die Gegend schleudern. Hat hier eigentlich auch ein ganz angenehmes Timing. Nicht so angenehm wie in Samus Returns, wo du das Timing eigentlich gar nicht fehlen kannst. Aber wenn man relativ schnelle und kurze Sprünge macht, dann kommt man hier eigentlich gut klar. Du kannst dich bloß nicht weiter unten auffangen. So, da es einfach ein bisschen schneller geht und wir eh nicht so viele Supers haben, holen wir uns natürlich noch den Plasma-Beam. Der wird es auf jeden Fall wert sein, denke ich. Wenn wir jetzt 50 Supers hätten, wäre Plasma, denke ich, nicht so notwendig. Aber wie gesagt, in dem Punkt sollte es eigentlich besser sein. Ach, Dragon cheatet also wieder. Also wie immer. Na, logisch. Wie sollte ich denn den Marathon sonst durchstehen? Außer wenn ich cheate. Ach je. Das muss so unangenehm sein, sich so im Kreis zu drehen. Ach, Samus ist das schon gewöhnt. Die kommt damit klar. Das ist die... Die ist der Schleuderfest. So. Wir können dann hier nach oben. Nein. Da nach oben, habe ich gesagt. Und schnappen uns unser nächstes Item. Kleines Zusatz-Item, das aber definitiv sehr, sehr helfen wird. Gerade bei Ridley und bei Mother Brain dann. Gute Seite. Ups. Metroid Prime wäre das Item so mal interessant. Ich meine, ja, es wäre interessant, aber es würde sehr viele Probleme machen. Das ist einfach andauernd out of bounds gehen. Plasma Beam! Sehr schön, den nehmen wir gerne mit. Seit dem Blutbad geht es echt bergab mit dir. Du hörst ja gar nicht mehr auf zu cheaten. Na, du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn man einmal angefangen hat, dann kann man nicht mehr aufhören. Ist wie eine Sucht. Ob es in der Zeit gehört? Ich habe doch noch Zeit, um zu gucken. Okay, dann willkommen zurück. Na dann. So, sehr schön. Wie gesagt, der hilft auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, recht wenig Energie. Da müssten wir drauf achten. Wobei wir Mother Brain ja eigentlich schon recht sauber hinbekommen haben mal. Jetzt auch mit Gravity. Zwei Reserve Tanks.
Wir finden auch noch E-Tanks in Lower Norfair. Deswegen, das sollte schon passen. Oh, jetzt ist die große Frage. Wir gehen durch die Turbo-Tube. Ich denke, wir gehen durch die Turbo-Tube. Dann sind wir eigentlich am nächsten. Das ist von hier aus eigentlich nicht der schlechteste Weg. Wir können auch wieder den normalen Weg zurückgehen, aber gefühlt ist es hier eigentlich schneller. Es ist eh immer schwierig, von Meridia dann irgendwie wieder nach Norfair zu kommen. Was fehlt jetzt eigentlich noch so? Purple und der Brain. Richtig. Finde ich sehr gut. Finde ich definitiv gut. Schön. grundlegend noch Golden Torizo. Und dann tatsächlich noch Ridley und Mother. Die beiden sind noch dran. Oder die drei. Wenn wir, wie gesagt, wir könnten theoretisch Golden Torizo skippen. Aber wir wollen ja so gesehen alle Bosse machen. Deswegen ist sie da auch dabei. Wie viele E-Tanks Minimum von Mother Brain? Vier. Vier? Drei? Sind es drei? Und ohne Varia sechs? Ich komme immer durcheinander. Ich glaube drei und sechs. Also theoretisch drei mit unserem Setup. Also drei ziehst du dir halt eben durch den Rainbow Beam ab. Und die bräuchtest du Minimum. Purple und the Brain, perfekte Beschreibung für die beiden. Ja, das passt ziemlich gut. Fängt beide sehr, sehr gut ein. da entlang. Das passt am besten. Perfekt. One is a genius, the other is insane. Wobei du das eigentlich eher auf beides schreiben könntest. Das sollten die doch reichen, die du hast. Ja, ich meine, es ist dann mehr oder weniger No-Hit, aber hatten wir davor ja auch schon. Was ist ja auch das wichtigste Item im Spiel, den Spring Ball? Nein. Ist Any Percent zum Glück. Da brauchen wir sowas nicht. Wir wollen heute ja noch durchkommen. Ups. Okay, perfekt. Wenn Purple sich ein bisschen aufregt, wird er aber zu Pinky. Stimmt, das ist wahr. Das ist schon richtig. Crazy Purple Fuck Off Dragon. Oder The Brain. Beide sind insane, oder? So, wir können jetzt natürlich links zu Crockermeyer gehen. Aber den lassen wir schön da bleiben. Und gehen lieber hier rüber. Passt dann schon ganz gut. Ja, nicht so. Nein, lass das. so, und können nach Lower Norfair gehen. Sehr schön. Ja, läuft ganz gut der Run, würde ich sagen. Läuft bisher ganz gut. Das ist Mockball und Oceanfly hätte definitiv besser laufen können. Aber passt schon. Ach stimmt, ja. Wollte gerade sagen, mit dem Göppelbeam kannst du schneller Leben farmen. Mir ist aufgefallen, dass du den nicht hast, ja. Das ist das Problem. Wie gesagt, Grapplebeam ist an manchen Stellen schon echt angenehm. Man will ihn doch manchmal nicht missen, aber ja, geht schon. Ja schon, aber wer von den beiden ist das ehre Genie? Es wäre, also ich meine, Mother Brain ist halt einfach ein Hirn an sich, ne? Aber Ridley ist nicht zu unterschätzen. Also Ridley ist definitiv schon raffiniert. Auch wenn er so vielleicht nicht unbedingt in den Spielen rüberkommt, ist er definitiv, wie gesagt, schon nicht doof. So, wir probieren mal den Green Gate Glitch. Gucken wir mal. Wenn man den Run so sieht, könnte man meinen, du hast den schon mal gemacht. Meinst du? Nee, das kommt einem bloß so vor. Das ist Anfängerglück. Definitiv Anfängerglück. Na komm. Lass mich da rein. Na, ich will nicht. Yes! Ich wollte gerade sagen, ich will nicht außen rum gehen. Dankeschön. So, ihr stoppt mal alle hier. Überschreitet alle das Speed Limit. Anhalten, sofort. Ist also doch blind. Ja, sowieso. Was denkst du denn? Ich würde doch nie Super Metroid vorher mal spielen. Brain is well a brain. Korrekt. Screw Attack! Sehr schön.
sowieso eines der besten Items. Damit sind wir jetzt natürlich richtig mächtig. Und jetzt können wir noch dem Golden Torizo Hallo sagen. Dann hat sich das. Da oben ist eine Missile, genau. Aber hier ist ein E-Tank, ne? Nee, eine Super. Die nehme ich trotzdem gerne mit. Super ist trotzdem gerne gesehen. Gib mir Super. Yes. Sehr gut. Ja, Supers sind jetzt echt ein bisschen wenig. Wir müssten fast noch ein bisschen vor Ridley farmen. Guck mal. Was willst du denn? Mach hier mal keinen Lärm. Dich hat niemand gefragt. So, na, macht Spaß. Doof gelaufen, mein Freund. Doof gelaufen. Typischer Fall von Arme zu lang. Er sendet Signale aus. Ob es Hilfssignale sind? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er nicht viele Chancen. Ich kann es nicht skippen wie ein ADI. Ja, stimmt. Im ADI ist es ganz angenehm. Wir wollten ihn ja eh töten. Bei Doppel-Item-Locations gibt es doch immer mindestens ein interessantes. Also beim Gauntlet, das ist der Zonk. Ja, das ist schon richtig. Aber ja, normalerweise gibt es eigentlich immer ein gutes und nicht so gutes. Das ist schon so. Das war. Das Anti-T-Rex-Syndrom, ja. Der Arme mit seinen viel zu langen Armen. Wer kennt es nicht? Ups. Da gehen wir mal in Rise und stellt fest, dass es eine extra Quest für dich gibt. Töte alles, was existiert? Oder was wäre das für eine Quest für dich? Ups, perfekt. Nein, warum? Ach Gott. Töte alles mit Bomben. Okay. Klingt gut. Das klingt definitiv nach dir. Schön. Okay. Perfekt. Ups. Das ist ein Name von dem Emote, das von dem Pokémon, was du als Mode benutzt hast. Das ist ein Fullipoba. Pflanzen-Evoli-Entwicklung. Hier ist auch nur ein... Hier müsste nur ein Ding sein. Nur ein Missile-Container. Bin ich mir recht sicher. Okay. Gehen wir nach oben. Sehr gut. Nein! Oh, das ist überhaupt nicht gut, tatsächlich. Okay, passt. Ups. Ich weiß nicht, warum der Letzte da tatsächlich nicht connected hat. Vielleicht wegen dem ganzen Rumgewackel hier. Hat er mir kotzübel. Es gibt eine sprengende Planetenquest, scheinbar. Ich bin da noch nicht so drin in, in den Eventquests. Questname, Freund des blauen Bombers. Das Ziel ist ein Sinnoh. Hey, sehr schön. Schreibt eine Null auf. Ich hab zu viele Nuller. Das Einzige, was Punkte gab, ist allerdings, ist der Gravity Jump. Meine Güte. Wir müssen mal was anderes aufschreiben, außer lauter Nuller. So. Super OP-Bomben, beziehungsweise Ecliptic Meteor-Bomben. Schreib Pal auf. Langsam habe ich das Gefühl, dass Pal einen einfach schlechter macht. Pal zieht dich aber komplett runter. Ich hoffe mal, das Zeug reicht für Ridley. Es sollte eigentlich reichen, aber es ist nicht die beste Ausstattung für Ridley. Wäre es mit 0,0? Gefühlt macht es das nicht besser. Ich weiß aber nicht, weswegen. Tritt und dann, ja, jetzt. Ich habe nie eine hundertprozentige Ahnung, wie sie funktionieren, aber irgendwann sind sie dann halt eben in ihrem KI-Log drin. Sie müssen halt einmal über dich drüber springen, ne? Und dann hast es halt minus 1. Ups, sehr gut. Egal wie viele Nuller du heute voll bekommst, das toppe ich am Freitag. Meinst du? Das Problem ist, dass ich am Freitag genauso viele Nuller bekomme. Wenn nicht sogar mehr. Wobei, wie viele Punkte gab der Out of Bounds? Der muss doch wenigstens ein bisschen was gegeben haben an Punkten, oder? Der war schon stylisch. Ach, schön.
Ich war mal eine lange Zeit Bomber. Ich liebe Explosionen. Ich laufe in dem Haar fast nur in Blau rum. Zinnoge ist mein Lieblingsmonster. Also wenn die Quest nicht für mich ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, okay. Das ist schon richtig. Das ist wirklich perfekt auf dich zugeschnitten. Sehr schön. Hä? Ach so, ich habe die Missile nicht ausgewählt. Das wäre natürlich sinnvoll gewesen. Wenn ich wirklich was vergessen habe, ist das die größte Null im Run. Ja, okay. Mal sehen. Ich bin gespannt, wer was vergessen hat. Ich meine, wenn irgendwo bei dir oder bei mir noch mein Space Jump rumliegen würde, dann würde das einiges erklären. Definitiv. Ich kann schwer sagen. Ich würde dem Randomizer halt auch alles zutrauen im Moment. Explosion! Hörst du wohl auf, mich anzufingern? Ich fasse es nicht. Pack deine Griffel da weg. Okay, wir tauschen Plätzchen. Au. Ach, meine Güte, Ridley. Lass das. Wo? Hallo? Da. Ich habe irgendwie Ridley vermisst. Kennt ihr das auch, wenn plötzlich einfach euer angepisster Space Dragon fehlt? Immer ein schlechtes Zeichen. Naja. Okay, du willst noch nicht sterben, aber was? Plätzchen? Ja, wir haben Plätzchen ausgetauscht. Willst du jetzt sterben? Nein, doch. Er hat sich's aber lange überlegt, so. Ah, ja, okay, ich geb dir den Kill. GG, Ridley erledigt. Na also, sehr schön. Ach, sehr gut. Hey, und tatsächlich mal was Nützliches bei Ridley unten. Nice. Ridley hat seine 2x1-Block-KI wieder ausgepackt, scheinbar. War wieder komplett verwirrt. Ach, schön. Der war viel zu einfach, wie man sieht. Ach, schön. Oh ja, das kenne ich zu gut. Ich suche meinen Space Dragon schon mehrere Jahre. Ah, das ist fies. Das tut mir sehr leid zu hören. Ich hoffe, du findest ihn bald. Hast du schon Plakate aufgehangen? Vielleicht hat es ja jemand gesehen. Haben Sie diesen Space Dragon gesehen? Bitte melden Sie sich. Ich vermisse ihn. Oh. Ach je. Habe ich selten mit dem wütenden Drachen. Als Glaciola habe ich häufiger mit toten Drachen. Stimmt, richtig. Korrekt. Das ist schon wahr. Das ist, tote Drachen sind bei Glaciola eher häufiger der Fall. Sehr schön. Der andere Ridley war spannender. Du meinst der Ridley, der halt einfach als kompletter Endboss gemacht wurde von dem Spiel. Ja. Könnte man das schon spannender bezeichnen. Der extra einen dreiphasigen Kampf bekommen hat, damit er krass ist. Wäre schlimm, wenn der nicht spannender gewesen wäre. Wenn du war das Sinnvollste, was ich je bei ihm mal hatte, Bomben. Ja, okay, das ist schon cool. Platz 2 war dann Reserve Tank. Ging schnell nach unten dann. Ich sehe schon. Golf folgt schon Missiles, 3 Bomben, 20 Rupees und ein Pfeil. Ja, wie gesagt, ich sehe schon, das ist alles nicht ganz so mächtig. Schon die ganze Region, wo ich wohne. Da hat niemand was gefunden bisher. Da sollte man eigentlich meinen, wäre so ein Space Dragon nicht zu übersehen, ne? Komisch. Space Dragon lecker. Der ist bestimmt ganz zäh. Ich weiß nicht, ob du den essen kannst, Bomber. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß, was mit Marcel's Space Dragon passiert ist. schön. Naja, ich glaube, bei mir war Ridley auch selten wirklich richtig, richtig gut, ne? Der hat ja oft viel Schrott dabei. Das eine Mal mit den Bomben hat er in unserem zweiten Race den Hintern gerettet. War das in unserem zweiten Race? Ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen, aber es kann gut sein.
definitiv. Nadine ist meine Tarnfunktion besetzt. Das war natürlich nicht so schlau. Ich gebe dir Geld, wenn du nichts sagst. Meine Lippen sind versiegelt. Jetzt lass rüberwachsen. Ich erwarte die Bezahlung. Im Grunde war das jetzt ein wirklicher Tod, oder? Denn im ADM ist er ja ein Klon. Haben die ja neu gezüchtet. Nee, genau. Das ist dann sein Klon. Also das war jetzt tatsächlich sein richtiger Tod. Ein bisschen unspektakulär hier, aber grundlegend. Also vielleicht wäre er so wieder... vielleicht wäre er so wieder auferstanden. Aber vielleicht hätte er sich so irgendwie retten können. Aber ich denke mal, dass Cebes dann nochmal explodiert ist. Das hat ihm dann den Rest gegeben. Man hat ja gesehen, dass die erste Explosion von Cebes nicht so extrem war. Aber wie gesagt, hier sprengt es ja den kompletten Planeten. Und ich schätze, dass das dann wirklich sein Todesurteil war. Während alles andere ja doch immer Wunden waren, die er regenerieren konnte. Es heißt ja, dass wenn Ridley nur zu kleinen Teilen überlebt, dass er sich dann, ja, indem er anderes Gewebe wieder aufnimmt, tatsächlich wieder komplett regenerieren kann. Deswegen, du musst ihn wirklich komplett ausächsen. Und das funktioniert. Durch das Zerstören von Cebes. Und in Other M haben sie ihn dann ja neu gezüchtet. Und, ja, theoretisch seine Überreste sind ja dann in Fusion vorhanden. Wobei Fusion ja irgendwo einfach bloß die Überreste hatte. Ich weiß nicht, ob Fusion damals, ob Fusion damals schon ausgegangen ist, dass es ein neuer Ridley ist. Oder ob vielleicht aber bloß die Föderation die Überreste von Ridley irgendwie gefunden haben. Das ist immer die große Frage. Keine Ahnung, wie das damals geplant war. Dass Ridley eben so in der Form auf der Fusion-Station existiert. Dann ist die Frage, wo haben die Forscher die DNA her? Es heißt, dass sie die DNA von Samus Anzug genommen haben. Das ist, damit haben sie ja sowohl die Metroids neu züchten können, als auch Ridley. Ist das so? Ich meine schon, ne? Es ist ein bisschen seltsam, weil du machst ja einiges an Zeug, bevor du Ridley tötest, aber scheinbar davon. Also ich wüsste keinen anderen Punkt. So zumindest sind auf jeden Fall die Metroids entstanden. Ich meine aber auch Ridley. Ridley hätte ja nochmal flüchten und dich auf der Flucht angreifen können. Das wäre möglich gewesen, ja. Aber ja, er wollte tatsächlich bis zum bitteren Ende kämpfen und das hat er davon. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Willkommen bei Other M. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine andere Erklärung gibt, dass sie es vielleicht irgendwo anders her haben. Keine Ahnung. Du hast ein Baby-Metroid extrahiert. Naja, ja. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit, dass es theoretisch zu dem Zeitpunkt dann schon stattgefunden hätte am Anfang. Vielleicht hatten sie auch irgendwo einfach mal tatsächlich Spuren von Ridley gefunden, aber wie gesagt, man kann es schwer sagen. Tatsächlich. Schwer zu sagen. Wenn man jetzt so sieht, dass es Baby Metroid Ridley schon angenuckelt hatte, könnte man es theoretisch auch daraus ziehen. Und dann haben sie es in Ceres theoretisch schon genommen. Man könnte natürlich auch sagen, dass sie halt eben von Ceres aus noch DNS hatten. So war, denke ich, die ursprüngliche Erklärung für Fusion, meine ich. Dass die Forscher von Ceres theoretisch DNS irgendwie hatten. Oder generell die Föderation. Und damit halt eben Samus in Fusion gerettet haben. Aber so ist es theoretisch ja jetzt, dass es direkt von dem Kampf kommt. Das ist ein bisschen seltsam. Also bei Metroid ist verständlich, weil nun ja Baby direkt über uns. Ja, schon, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch, weil die ja doch noch erstens Mother Brain kills, dann halt die Flucht komplett durchmachst. Ist trotzdem ein bisschen weit hergeholt. Aber naja.
Wenn selbst die ultraresistenten Metroids bei so einer Explosion sterben, dann auch Ridley, wahrscheinlich. Also definitiv in dem Fall, ne? Definitiv. Da hat er nicht unbedingt viel Chance. 35 Supers und voller Beam, das sollte passen. Aber wir sind gut dabei. 22.36 Uhr und wir gehen nach Torian. Könnte was werden mit 23 Uhr. Könnte was werden. Ridley hat höchst Kratzspuren auf dem Suit hinterlassen. Wie gesagt, ein bisschen seltsam. Keine Ahnung, wie man das so genau sagen will. Wie haben denn die Überreste von der Rüstung bekommen, wenn die Rüstung doch Teil von Samus' Willenskraft ist? Die haben nicht die Überreste von der Rüstung bekommen, sondern... Achso, ja, doch, haben sie theoretisch, aber Samus hatte ihren Anzug ja an. Das ist die Sache. Also sie ist ja theoretisch nach dem Kampf dann ohnmächtig geworden, aber in ihrem Anzug. Und dann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Statuenraum. Wir haben unsere vier Wächter erledigt. Also so gesehen, als sie gefunden hatten, war Samus ja bewusstlos, aber sie hatte ihren Anzug noch an. Und dann haben sie davon gleich Proben genommen. Das ist, sie haben sie erstmal komplett abgewischt. Dridless DNA hat sich mit Samus Willenkraft vermischt, genau. Und sie haben einfach eine Probe von Samus Willenskraft genommen. Ja, es ist schon seltsam, weswegen Samus eigentlich nicht ihren Suit dann ausgezogen hat. Nett von Mother Brain extra Statuen von ihnen zu machen, richtig, ja. Das ist, die mochte die vier definitiv sehr. Gut, drei von denen waren halt ja auch große Anführer, ne? Bei Phantoon bin ich mir nie sicher. Ich glaube, Phantoon wurde einfach bloß von Mother Brain übernommen. Waren alte Freunde. Ja, mehr Untergebene, aber wie man sieht. Aber war ein gutes Schloss, ich sag's mal so, ne? So hat man gleich gesehen, was hier abgeht. Es ist nur Klone, der echte Ridley sitzt immer noch im mobilen Base und wartet. Wer weiß. Ich meine, Föderation hat es auf jeden Fall schon mal hinbekommen, Ridley zu klonen. Warum dann auch nicht die Weltraumpiraten? Wer weiß, wie viele Ridleys es tatsächlich schon gab. Das ist, so ein Ridley wird einfach immer wieder geklont, wenn man einen braucht. Vielleicht hat auch jede Gruppe von Weltraumpiraten einen Ridley. Man weiß tatsächlich nicht, wie es mit denen abgeht. So, die Baby-Metroids hier sind natürlich sehr viel angenehmer. Einfach bloß mit Ice-Beam-Plasma-Kombo haben selbst die keine große Chance. Das ist, ja, ihr seid mächtige Dinge und Ice-Beam ist eure einzige Schwäche. Aber wenn man mal so overpowered ist, dann sind selbst Metroids nicht mehr unbedingt gefährlich. Das ist ganze Zivilisation ausrottende Superwaffen, die einfach durch Einschuss komplett unschädlich gemacht werden. Da sieht man mal, wie mächtig Samus eigentlich ist. So, guten Tag, ihr könnt mir nix. Ihr absolut unnötigen Dinger. Und auf Nimmerwiedersehen. Samus, ich bin in Gefahr, ich verliere meine Willenskraft betriebene Rüstung. Also Samus, ohnmächtig, immer noch willensstark. Weißt du, wie ätzend es ist, nie gemütlich schlafen zu können? Naja, sie kann ja sich extra entscheiden, schlafend ihren Suit dann abzulegen. So wie der Wissenschaftler in ADM gegrinst hat, hat er ein bisschen mehr gemacht, als nur einen Anzug ausgezogen. Davon eine Probe genommen. Es ist so schlimm, der Typ, ne? Er ist so schlimm. Oh Gott, dieser Typ. Furchtbar. Na ja, gut. Okay. Ja, wenigstens. Wenigstens 2-3. Skip, ja, eher weniger. Ich finde ja, dass die Metroid-Larven irgendwie größer sind als in anderen Teilen. Und ist die Auflösung
da der Unterschied? Das kannst du jetzt schwer sagen, na? Das kannst du jetzt sehr, sehr schwer sagen, wie groß die im Vergleich sind. Ich würde mal sagen, Larven sind ungefähr alle gleich groß, aber vielleicht, vielleicht sind die hier größer. Vielleicht hat man hier tatsächlich schon versucht, diese Super Metroids hinzubekommen. Und nur eins davon wurde tatsächlich zum Super Metroid. Könnte sein. Könnte sein, dass sie tatsächlich versucht wurden, größer zu machen. Aber da die meisten anderen Metroids halt... Also du hast halt nie einen wirklichen Vergleich, ne? Weil Talon Metroids sind auf jeden Fall kleiner. Aber Talon Metroids sind ja auf jeden Fall auch die schlechtere Variante von Metroids. Deswegen nicht unbedingt ein guter Vergleich. Während alle anderen halt immer auf so unterschiedliche Weise dargestellt werden. Deswegen... Ich würde sagen, ist schwierig zu sagen, aber vielleicht sind sie tatsächlich größer. Sind auf jeden Fall... Ich würde sagen, es sind bessere Modelle als die aus dem ersten Teil, ne? Aber bloß weil, Mother Brain jetzt noch mal ein bisschen mehr entwickeln konnte bei denen. Deswegen, ich denke mal schon, dass es damit zu tun haben könnte. Reicht das überhaupt, was wir hier haben? Na gut, ich meine, um in die dritte Phase zu kommen, auf jeden Fall, aber... Es wird ein bisschen eng, ne? Wird ein bisschen eng. Ich versuche immer den Springball zu machen. Einfach bloß, weil ich schon gewohnt bin, dass wir den einfach haben. Wir haben den hier nicht einfach. Das ist immer ein bisschen ätzend. Ups. Okay. Sehr gut. Da sind wir schon. Sieht soweit ganz gut aus. Das ist jetzt ein bisschen eklig. Ja, es war klar. Ich hätte... Ach, warum kann ich nicht? Meine Güte. Okay, das hat gut funktioniert. So. Kann Samus auch normale Kleidung durch Willenskraft erschaffen? Ich denke nicht. Es geht bloß bei ihrem Anzug. Also sie hat ja ihre Dings, ne? Ihre... vor allem in Zero Mission und Fusion... So teilweise ja auch ihre zweiteilige Combo. Ich glaube, das ist aber einfach bloß normale Kleidung. Also ich glaube, das ist mit dem Zero-Suit basierend. Also auf dem Zero-Suit basiert theoretisch der Anzug, den sie dann theoretisch drüber projizieren kann. Wenn sie Zero-Suit nicht trägt, kann sie theoretisch den Anzug nicht tragen. Macht der Laser jetzt eigentlich Schaden? Das will ich jetzt wissen. Macht der Laser Schaden? Mach mal deinen Augenlaser. Ey, du, mach dein dummen Augenlaser. Oh mein Gott, Mother Brain. Please. Was ist falsch mit dir, du altes Wabbelhirn? Hat das Schaden gemacht? Das hat, glaube ich, keinen Schaden gemacht, oder? Macht der echt keinen Schaden? Das wäre so seltsam. Warum hat sie den Angriff dann überhaupt? Oh, Redbeam-Phase schon. Das ging schnell. Na gut, wir haben schon ein paar Supers in sie reingeballert. Ja, jetzt kann ich es halt vergessen. Hat das jemand gesehen? Ich glaube, wir hatten nur 25, also noch 25. Bist du echt schon erledigt? Nein? Doch? Okay, ja, doch. Na, krass. Schneller als gedacht. Wenn man echt mal voll ausgerüstet ist, dann geht der Kampf halt auch echt gut. Selbst die Profis haben Probleme mit dem Skip. Ja, definitiv. Hat er hier Ultra-Rare-Pokémon-Karten aus dem Suit geklaut? No! Nicht das Super-Spezial-Pikachu. Nein. Now we go into territory that is kind of bad. What Sozi is saying. Pokémon-Karten sind immer tragisch. 30 Schaden, okay. Da macht es keinen Schaden im RDI? Im Rotate Attack? Macht es keinen Schaden? Hm. Sieht so aus, als hätte die Intro-Cutscene von dem Ausweichen von den Ringen gepasst. Ach, richtig, ja, da wurden wir auch einmal so doof getroffen, stimmt. Ach, sehr gut. Zwei Möglichkeiten, erstens, Baby ist eine Queen und deswegen größer. Zweitens, sie passen sich an die Größe des Planeten an. Möglich. Oder Baby Metroid ist einfach speziell. Vielleicht hätte es theoretisch eine Queen werden sollen, aber ich weiß nicht, ob eine Queen-Larve theoretisch größer ist. Baby! No!
Das ist... Das reicht schon. Mehr brauchen wir nicht. Guck, da drüben. Mother Brain. Mach sie fertig. Baby. No. Nein, lass mich. Ich bin schon voll. Alles gut. Du kannst es lassen. Es wird alles gut. Flieh, Baby. Flieh, wir können gemeinsam flüchten. Weißt du noch? Samus Returns. Nein. Baby. No. Armes Baby. Oh. Baby. Poor Baby. Ja. Habe ich rausgeklickt? Ja. Nicht die beste Idee. So, dafür gehst du jetzt verrecken, Mother Brain. Geh Laser fressen, du dummes Biest. Na also, da haben wir es doch. Wackel mit dem Kopf. Tanz für mich, Mother Brain, tanz für mich. Wenn du schon mein Baby killst. Unfassbar. Hyperbeam ist der mächtigste aller Beams. Oh ja, auf jeden Fall. Samus Returns ist ein Mythos. Mother Brain headbanged. Aber nicht gewollt. Ich muss ja sagen, das Beste, was ich je gefunden habe, ist ja das dreifache Super Saiyajin Pikachu. Leider kann ich kein Bild senden. Es ist zu mächtig für ein Bild, ich verstehe. Zeitbombe aktiviert, sofortige Evakuierung. Samus, immerhin habe ich noch meine Ultra Rare Pokémon Karten. 10 Stunden später. Das ist, ich weiß auch tatsächlich nicht. Ist die Intention hinter ADM nicht eigentlich auch, dass sie den Hyperbeam bekommt, weil sie so traurig ist wegen dem Baby Metroid? Wobei es ja mehr oder weniger eigentlich bloß ist, dass sie die Energie von vom Rainbow Beam übertragen bekommt. Ich weiß es nicht. Es kommt einem immer so vor, ne? Ich denke mal, es ist schon so gemacht, aber es kommt einem irgendwie so vor, als wäre es doch mehr eine emotionale Ebene als tatsächlich aber bloß, ey, da hast du ihn. Aber wenn er schnell bei Crocomire vorbeikommt, das... Wie ging mein Speedbooster nicht? What? Hä? Warum nicht? Na gut, dann wird's halt ein bisschen knapper. Passt auch. Tatsächlich auch von der Wette her wird's ein bisschen knapper. Nicht so knapp, aber es geht. Samus Returns war knapper. Muss man sagen. Yep. Na, komm schon. Hoch da. Sehr gut. Prima. Aber wäre schon witzig, jetzt noch schnell Crocomire zu killen. Du wirst nicht durch den Planeten sterben, sondern durch meine Hand. Oh, schön. Sehr gut. Okay. So. Nee, ist schon ihre Trauer. Alles andere ist reine Spekulation, ja. Alles andere kann gar nicht sein. Na, ihr? Hallo. Flieht, ihr Narren! Los! Lauf, kleines Äffchen. Wo ist eigentlich das Ei von Dings hin? Bye. Wo ist eigentlich das Ei von dem Dakora? Das weiß ich gar nicht. Ich fürchte allein seine Katze hin zu überschreiten das Zeitlimit. Das ist wahr. Das ist tragischerweise doch so. Bis der sich mal entscheidet, drauf zu gehen, gehen wir auch drauf. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, weswegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist aber eh immer eklig. Das Ei war lecker. Du hast nicht das Baby Dakora gegessen. Das ist viel zu niedlich, na also. Das ist viel zu süß in Fusion. Schreib Paar auf. Ey, es hat funktioniert. Ich schreibe hier gar nichts auf. GG! Super Metroid erledigt. Nice. Vielleicht schon im Schiff? Naja, die Wand war ja... Meinst du, die waren schon im Schiff und dann sind sie nochmal hier rüber? Ach Gott. GG! Super Metroid erledigt. Na also, sehr schön. Ja, 23 Uhr hat jetzt 2,5 Stunden gebraucht. Das passt. War eine recht knappe Wette, ne? Nice. Sehr schön. Und...
Wir haben es noch geschafft. Und die Tiere haben es auch geschafft. Wusch. Und Crockemeyer war da bestimmt auch dabei. Crockemeyer hat einfach schon im Schiff gewartet. Das Eisensicherheit. Cleartime 1,42. Da fliegt Kroko. Ja, Kroko einfach wusch. Kroko braucht kein Schiff. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, 1,42, wie gesagt, keine schlechte Zeit. Wie gesagt, wir haben jetzt theoretisch, ja, wir haben 20:30 angefangen, ne? Das heißt, zweieinhalb Stunden ist keine schlechte Zeit. Dafür, dass wir uns Zeit gelassen haben und alle Bosse an sich besiegt haben, ist das eigentlich schon ganz gut soweit. Gefällt mir. Sehr cool. Damit haben wir tatsächlich jetzt auch noch Super Metroid durchgespielt. Hatte ich eigentlich nicht gedacht, dass wir es schaffen. Wir haben jetzt natürlich hart überzogen, das ist klar. Aber wie gesagt, hatte ich eigentlich nicht gedacht. Und ja, sehr cool. Damit sind wir auf jeden Fall eigentlich echt gut dran. Wenn wir jetzt Mittwoch natürlich Fusion durchspielen würden, dann können wir AM2R noch machen nächste Woche. Aber ich bezweifle, dass das tatsächlich was wird. Schauen wir mal, aber ich bezweifle es eher. Wir werden sehen, wir werden es probieren. Aber ich denke, AM2R wird wahrscheinlich immer noch nicht drankommen. Aber ja, Super Metroid, einfach ein wundervolles Spiel. Es ist wirklich einfach ein Meisterwerk, muss man sagen. So großartig gemacht, so großartig auch entwickelt von dem Grundmaterial. Das ist, davor gab es ja wirklich bloß Nestroid und Metroid 2. Und sie haben hier wirklich richtig, richtig kräftig Arbeit reingebuttert und das Spiel nochmal so weit entwickelt, dass es, während Metroid 2 verdammt viele Items neu reingebracht haben, neue Ideen, neue Items, hat tatsächlich Super Metroid dann das System Metroid, Metroidvania tatsächlich auch so unfassbar gut umgesetzt. Und ich sag mal, alles, was heute so mehr oder weniger an Metroidvanias rauskommt, orientiert sich auf irgendwo einer gewissen Weise an Super Metroid. Aber bloß, weil es das Urspiel dahingehend ist. Und wirklich großartig gemacht, super coole Bosse, schöne kleine Geschichte auch, ne? Das erste Mal, wo tatsächlich ein bisschen aktive Geschichte drin vorkam. Und ja, auch einfach klasse Stil. Deswegen, man muss auch immer sagen, es wäre nie so notwendig, Super Metroid zu remaken, weil es einfach auf dem klasse Punkt schon ist, dass es für 16-Bit ist das einfach Top-Sache oder für 2D kannst es fast nicht besser machen. Du kannst es anders machen, aber nicht unbedingt besser. Sehr schön, haben ein gutes Ending bekommen. Das ist, Samus hat sich recht gut ausgezogen, das passt immer. Wo sind die grünen Haare? Ja. Sie hat sich noch schnell umgefärbt. 53% Items, ist auch nicht schlecht, ne? Dafür, dass wir eigentlich relativ viel geskippt haben, haben wir doch gut eingesammelt. War jetzt auch, wir hatten die zweite Reihe von E-Tanks angefangen, also man nimmt so zufällig oder so nebenher doch schon einiges mit, ne? Wir haben ja, wie gesagt, jetzt doch einiges aktiv liegen lassen tatsächlich. Aber ist tatsächlich schon eine gute Prozentzahl, die wir mitgenommen haben. Definitiv. Aber ja, scheinbar so auf dem Weg, ne? Nach dem Schock über Ceres hat sie sich noch schnell die Haare gefärbt. Ihre Haare sind spontan wieder blond geworden. Wunderschön. Coole Sache. Hat mich gefreut. Und ja, wir machen dann jetzt auch relativ schnell Schluss mit dem Stream heute, da wir jetzt ja doch schon ziemlich spät dran sind. Mit der ist heute los, schon 2 Subs bekommen. Naja, so zum Ende vom September nochmal, ne? Hauen die Leute nochmal ein bisschen raus. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, immer wieder schön, Super Metroid durchzuspielen. Man muss sich natürlich erstmal wieder daran gewöhnen, dass es ganz normal Super Metroid ist. Aber ist auch immer wieder ein Genuss, es so mal ganz normal wieder zu sehen. Weil, wie gesagt, ist aber ein klasse Spiel. Mehr als 50%, ja. Wäre auch eine interessante Wette gewesen, ob wir über oder unter 50% bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über 50% einsammeln, muss ich sagen. Ich dachte, es wird tatsächlich weniger. Wie gesagt, weil wir ja, wir haben halbe Gebiete fast schon geskippt, ne? Das ist gerade fast komplett Meridia zum Beispiel.
Aber wie gesagt, da sieht man einfach mal, was so nebenher alles so, so reinläppert. Was wäre bei genau 50%? Naja, wenn du theoretisch die Wette machst, über 50 oder unter 50%. Ja, nee, dann wäre es bei genau 50, dann theoretisch gleich oder über 50%. 50% oder drüber oder unter 50%. So müsste man es machen. Also es würde dann zu ja theoretisch zählen. Das wäre dann das. Müsste man theoretisch richtig schreiben, dann. Wenn man nur drüber oder drunter macht, klar, dann wäre 50 theoretisch, das wäre dann Wette abgebrochen. Aber ansonsten, denke ich, würde man 50% oder drüber nehmen oder nicht. Das wäre dann, glaube ich, das Passende. So, wunderschön. Wie gesagt, sind wir heute ordentlich vorangekommen. Das ist zwei Spiele beendet. Samus Returns sind wir echt verdammt sauber durchgekommen. Das ist klasse Sache. Ich denke mal, waren es jeweils 3 Tode bei beiden Bossen? Ich glaube, das passt ziemlich gut. Deswegen passt es schon ziemlich. Und jetzt Super Metroid in 2,5 Stunden. War auch eine starke Sache, auf jeden Fall. Haben wir über 50% und genau 50% drunter. Wir hatten 53%. 53% haben wir gefunden. Das passt. Durch einen Hyperbeam-Schuss fliegt ganz langsam immer weiter blinkend nach hinten durchs All. Stimmt, was würde passieren, wenn er keinen Boden zum Durchbrechen hätte? Würde er einfach immer weitergehen? Der Arme. schön. Strickgröße, Echtgröße, Mathematikergröße. So, Glaziola des Tages, Smugface. Oh, Smugface Glaziola. Glaziola weiß ganz genau, was es getan hat. Das ist süß. Das ist echt süß. Sehr schön gemacht und super süßes Bild. Auf jeden Fall. Achso, ich meinte, dass man das so schreiben könnte. Hätte ich besser schreiben können. Ja, jetzt verstehe ich. Haben wir über 50% genau 50 oder drunter? Ja. Wobei, das wären ja 3 Aussagen, ne? Deswegen müsstest du ja, wenn dann sagen, bekommen wir 50 oder mehr Prozent? Ja oder nein? Du brauchst ja immer eine Ja oder Nein-Aussage. Deswegen. Das wären jetzt so gesehen 3 Aussagen. Und die kannst du ja nicht machen. Blinky Meier, der Arme. Auf ewig gequält in den endlosen des Alls. Ob es einen Kroko-Hack gibt, besiegst du dann Kockemeier oder wie? Sind die Abschlussprozente eine Primzahl? Ich weiß es nicht. Müsste man ausprobieren. Zielmann muss Kroko durch das Level schieben. Das wäre süß. Das wäre irgendwie süß. So mehrere Kockemeier, ne, die du dann auf verschiedene Arten durchschieben musstest. Das wäre irgendwie eine niedliche Sache. Weil wenigstens mal als Demo interessant, was man alles mit Kockemeier machen könnte. Aber ich glaube, er ist relativ limitiert, ne? Also du kannst irgendwie. Also es gab schon Hacks, wo es Kockemeier gab, wo dann Löcher im Boden sind und sowas und Plattformen und so. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob du den Raum von Kockemeier verlängern könntest oder sowas. Da bin ich mir sehr unsicher. Oder sonst irgendwas reinfügen könntest. Kockemeier ist so ein Boss, der sehr schwierig zu bearbeiten, das meine ich. Ähnlich ist es mit Kraid. Ist auch so ein Problem. Eigentlich machen alle Super Metroid-Bosse Probleme. Deswegen ist es verdammt schwierig, die irgendwie gescheit anders zu machen. Kroko-Tetris, ja. Pi-Prozent, neueste Kategorie. Oh, das könnte problematisch werden. Sehr gut. Kokomaya fliegt nur noch ewig allein durchs All, ohne Hoffnung, je wieder auf ein Lebewesen zu stoßen. Langsam wahnsinnig werdend, als die gähende Leere des Alls sein Hirn übermähnt. Bis er irgendwann wieder auf uns trifft. Das ist, irgendwann landet er auf einem Planeten und trifft dann ein weiteres Mal auf uns. Kann seine Rache endlich genießen. Endlos Raum, so können wir ihn endlos quälen. Der Arme! Sollst du nicht endlos quälen? Was ist los mit dir, armer Kockemeier? Wir haben ihn extra leben lassen dieses Mal.
Crocomire soll doch leben. Es tut mir doch immer selber in der Seele weh, wenn er stirbt. Sind die Abschlussprozente eine vollkommene ganze oder transzende Zahl? Oh. Jetzt wird es sehr interessant. Keine Ahnung. Ich erinnere mich, als einer von euch beiden bei The Brain in der Wand stuck war. Das war ich. Weil ich kein Charge Beam hatte und nicht genügend Munition, um sie zu killen. Das war ich in einem RDI. Und sie mich eine ganze Weile nicht bekommen hat, weil sie mich nicht killen konnte. Ach Gott. Pi-Prozent bis zur 100. Stelle hinterm Komma muss es stimmen. Dann fang mal an, die Missile so klein zu schneiden, dass es funktioniert. Ach Gott. Schön. Sehr gut. Es kam nur auf, weil ich gefragt habe, ob Kroko schon mit Plasma-Beam One-Hit-Kill ist. Was würde da mit Hyperbeam passieren würden? Ach so, das ist schneller als One-Hit, One-Kill. Ja gut, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das müsste ihn eigentlich theoretisch noch weiter wegschieben. Ne? Das ist schon richtig. Wie weit schiebt ihn sowas weg? Ich verstehe, was du meinst. aufgeladener Plasma-Beam. Genau, One-Hit killt ihn ja schon. Keine Ahnung. Schön. Haben wir bei der Prime 2 Dark Samus aber auch beide wieder gehabt. Das ist richtig. Das war auch sehr gut. Das war mega. Warum auch immer da dieser... Also ich verstehe schon, warum da dieser Bereich ist, aber schön, dass du einfach stecken bleibst von der anderen Seite. Super gute Sache. Man muss schon sagen, ne, Prime 2 hat schon einige sehr witzige Bereiche. Manche Sachen sind da einfach ein bisschen buggy und ist schön, die dann zu sehen. Hat sehr viel Spaß dahin gemacht. Das ist im letzten RDI mit Ridley. Oh Gott. Ridley im letzten RDI, ne? Der hat interessante Sachen gemacht. Definitiv. Interessanter Boss. Hab ich ja irgendwie geklippt mit. Gibt einen verrückten Agro-Space-Gehirn, einen Ball zu spielen und es passiert, ja. Hat gepasst. Hat auf jeden Fall gepasst. Schön. Ja, wie gesagt, wir haben Super Metroid durch. Das heißt, es fehlt offiziell eigentlich nur noch ein Teil für den Marathon oder beziehungsweise für die offizielle Story. Ist ja so gesehen Metroid 1 bis 4. Deswegen haben wir dann jetzt so gut wie alles durch. Wir packen ja theoretisch noch Metroid 1 und 2 dazu als Zusatzprojekte. Aber so gesehen haben wir eigentlich bloß noch Fusion für die offizielle Story. Und dann sind wir eigentlich mal bereit für Metroid Dread. Dann wissen wir zumindest so alles, was passiert ist. Sogar natürlich noch ein bisschen zusätzliche Sachen, jetzt mit Samus Returns und den ganzen Chozo-Sachen. Und ja, grundlegend, was so abgelaufen ist, das wissen wir dann auch alles. Und ja, mal sehen, was so passieren wird. Es ist nicht mehr lange bis Dread, muss man wirklich sagen. Es ist definitiv nicht mehr lange. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Gucken wir mal. Wie gesagt, Mittwoch geht's weiter mit mehr... Randomizer. Mit mehr 2D-Marathon. Deswegen, ja, ich hoffe mal, dass wir Fusion am Mittwoch durchbekommen. Ich kann es aber sehr schwer sagen. Fusion ist nicht so lang, aber wenn man die Story theoretisch durchmacht, dann doch schon ziemlich lang. Deswegen, ja. Wenn wir theoretisch Fusion nicht durchbekommen, dann wird nichts mehr mit ARM2R. Wenn wir Fusion durchbekämen, können wir nächste Woche theoretisch einen Stream mit Metroid 1 und 2 machen und dann theoretisch einen Stream ARM2R. Aber das müssten wir gucken, was da so abgeht. 3 Stunden sollen möglich sein. Wie gesagt, nicht, wenn du die Story durchliest. Das ist halt eben das. Dann dauert das Spiel ja doch schon relativ lang. Aber wir werden sehen. Ich lasse es mal so auf uns zukommen. Und dann können wir ja spontan eben noch entscheiden, wie es abgeht. Das passt dann schon. Bei Dark Samus ist es nicht buggy, sondern einfach nur, dass die Texturen gespart haben. Dass nicht gedacht ist, dass man von der Seite zum Kampf geht. Ja, klar, definitiv. Das ist schon logisch. Nee, ich meinte auch ein paar andere Sachen, die ein bisschen buggy sind. Das ist natürlich voll und ganz gewollt, klar. Aber bloß, weil du von der Seite niemals zu diesem Kampf oder zu der Stelle kommst. Und deswegen brauchst du da einfach nichts zum Anzeigen. Das ist schon logisch, das ist klar.
Vielen Dank für den schönen Stream und insgesamt den Marathon bisher. Ist wirklich cool. Schöne gute Nacht noch und allen eine angenehme Restwoche. Wünsche dir ebenfalls, Sozi, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und freut mich sehr. Freut mich definitiv auch sehr, dass es so vielen Leuten auch Spaß macht. Und ja, dass wir tatsächlich auch noch so ein bisschen was über die Story klären können, ne? Dafür ist der Marathon ja da. Das ist immer, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Story von Metroid habt, haut gerne raus. Ich weiß eigentlich so ziemlich alles darüber. Zumindest die großen Eckpunkte. Deswegen machen wir also die Vorbereitung auf Metroid Dread. Und macht mir definitiv auch sehr viel Spaß, einfach nochmal durch die ganzen Metroid-Teile durchzuspielen. Und gerade Samus Returns, ich habe wieder gemerkt, wie definitiv notwendig ich es hatte, das nochmal zu spielen, weil ich es aber viel zu selten bisher gespielt habe. Ähnlich wäre tatsächlich auch AM2, ja. Aber ja, gucken wir mal. Und wie gesagt, war definitiv definitiv wieder ganz Gutes zu spielen. Und hat definitiv Spaß gemacht. Also bisher macht es mir auch sehr viel Spaß. Samus Returns war hier und da ein bisschen anstrengend, aber hat sich dann eigentlich auch ganz gut eingekriegt. Und ja, jetzt dann, wie gesagt, Mittwoch Fusion, freue ich mich extrem drauf. Wird eine coole Sache. Absolut. Nur Dread nichts sagen. Wer da was weiß. Ja, das ist richtig, genau. Das ist zu allen könnte was fragen, außer zu Dread. Das wollen wir natürlich noch selber genießen. So viel ist klar. So, dann, wie gesagt, machen wir für heute Schluss. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön. Vielen Dank, dass ihr jetzt auch noch zusätzlich mitgemacht habt, die Zeit. Ist jetzt doch eigentlich längst nach unserer normalen Endzeit. Aber für so einen Marathon und zu dieser speziellen, Zeit kann man das definitiv schon mal machen. Und deswegen, ja, wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön. Morgen guten Tag. Kommt gut durch den Dienstag durch. Wir sehen uns Mittwoch mal wieder zu mehr Metroid. Und ansonsten seht ihr natürlich die restlichen Streams, wie immer auch, unter dem Stream, in den Infos oder auf Discord. Ist Samus Single? Ich denke schon, ja. Ich denke schon, Kenneth. Du kannst dich ranmachen. Aber pass auf, wenn du ihr nicht gefällst, dann seppt sie dich weg. Also dann, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit den nächsten Streams. Bis dann. Ciao.